treffen auf Tython, Padawan. Jeder hier im Tempel freut sich darauf, euch kennenzulernen. Eure früheren Meister loben eure Kampffertigkeiten. Sie sagen, ihr werdet bereits sehr erfahren in Duellen. Ich habe noch nie gegen jemanden gekämpft, den ich nicht besiegen konnte. Einschließlich meiner Meister. Eine beeindruckende Behauptung. Wenn ihr neue Herausforderungen sucht, findet ihr sie hier. Der Jedi-Rat wird euch einen neuen Meister zuweisen, der eure letzten Prüfungen überwacht. Ihr werdet auf Weisen getestet, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Aber wenn ihr Tython verlasst, werdet ihr wissen, was es bedeutet, ein Jedi-Ritter zu sein. Vor allem werdet ihr alles über euch selbst wissen. Ich brenne darauf, mich diesen Prüfungen zu stellen. Wo soll ich beginnen? Dort ist ein Gleiter, der euch zum... Moment. Ich empfange einen Notruf. Fleischräuber mit Blastern? Er muss sich irren. Irrtum oder nicht, dieser Padawan wird angegriffen. Sie sind noch nie so nah herangekommen. Fleischräuber sind ein Volk feindlicher Eingeborener. Sie sind schlau genug, um Werkzeuge zu benutzen und gewalttätig, bar jeglicher Vernunft. Ich schicke sofort jeden kampftauglichen Jedi zum Trainingsgelände, vor allem euch. Was macht mich zu etwas Besserem als die anderen? Ihr wurdet für solche Gefahren ausgebildet. Ich weiß, ich kann mich auf euch verlassen. Nehmt den Gleiter vor dem Trainingsgelände. Schlagt die Fleischräuber zurück und findet heraus, ob sie tatsächlich moderne Waffen benutzen. Geht. Ich warne den Rat und schließe dann zu euch auf. Möge die Macht mit euch sein. Ein Fleischräuber hat mir ins Bein geschossen, als ich ein paar Padawane gerettet habe. Ich weiß nicht, woher diese Biester Blaster haben, aber sie wissen, wie man damit umgeht. Ich wurde zu einem Medicenter gebracht, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich hätte mittlerweile Verstärkung erwartet. Einige sind schon hier, doch es kommen immer mehr Fleischräuber. Deswegen melde ich mich. Ein anderer Padawan hat einen Höhlentunnel gefunden, den die Fleischräuber nutzen, um ins Tal zu gelangen. Ihr müsst zu diesem Tunnel und dafür sorgen, dass die Fleischräuber nicht noch mehr Verstärkungen bringen. Was soll ich ganz auf mich allein gestellt schon ausrichten? Ihr werdet nicht lange allein sein. Meister Orgus Din ist auch auf dem Weg dorthin. Wir müssen diesen Konflikt beenden, bevor noch jemand zu Schaden kommt. Findet den Tunnel bei der Gebirgskette. Möge die Macht mit euch sein. Hört auf zu kämpfen, Padawan. Euer Leben war in dem Moment vorbei, als ihr hergekommen seid. Weil der Orden sich entwickeln muss. Und ihr seid schwach. Was ist hier eigentlich los? Ihr seid gefährlich. Ihr habt meine Soldaten getötet. Wir greifen nicht an. Wir säubern. Und wir haben gerade erst begonnen. Legt eure Waffen nieder. Ich möchte euch nichts tun. Der alte Orden ist tot. Lang lebe der neue Orden. Geht es euch gut? Was ist geschehen? Dank der Macht seid ihr beide sicher. Dieser Mann ist kein Jedi. Zumindest keiner von uns. Wenn er nicht wie wir war,
Was war er dann? Ich würde ja sagen, ein Sith. Aber das Imperium weiß nicht, wo Tython liegt. Dieses Lichtschwert, es ist mir irgendwie vertraut. Seltsam. Du hast diese Angreifer ganz allein nur mit einem Übungsschwert abgewehrt. Beeindruckend. Ich verdiene eine ordentliche Waffe. Und mein Gegner braucht seine nicht mehr. Diese Waffe kann uns dabei helfen, herauszufinden, wer dieser Mann war. Der Rat erhält sie. Die Schlacht ist vorbei. Doch wir sollten dafür sorgen, dass nicht noch mehr Fleischräuber hier durchkommen. Das sollte sie erstmal fernhalten. Ich sehe, warum ihr ein Jedi-Meister seid. Wenn man so alt wird wie ich, dann lernt man ein paar Tricks. Noch nicht. Ich werde dich zu einem Medi-Center bringen. Du scheinst gut alleine reisen zu können. Melde dich beim Rat der Jedi. Ich bin gerade erst auf Tython angekommen. Wo muss ich hin? Folge dem Pfad, der aus diesem Tal hinausführt. Du wirst den Jedi-Tempel jenseits des Bergpasses finden. Ich sehe dich dort. Das ist nicht euer Ernst. Ihr könntet sterben. Vielleicht, aber ich kann ja nicht ewig nur Padawan bleiben, oder? Padawan, ich bin Satil Shan, Vorsitzende des Hohen Rats der Jedi. Ich würde mich gern unter vier Augen mit euch unterhalten, bevor wir uns mit den anderen treffen. Habe ich etwas Falsches getan? Nein. Und keine Sorge, unser Treffen wird ungezwungen sein. Kommt in meinen Meditationsraum im Tempel. Wir sprechen dort. Schon von eurem Heldenmut im Trainingsgelände. Meister Orgus hat mir erzählt, wie ihr gegen die Fleischräuber gekämpft habt und gegen einen Machtanwender mit einem Lichtschwert. Das muss eine sehr beunruhigende Konfrontation gewesen sein. Geht es euch gut? Ich habe gewonnen, das ist alles, was zählt. Gewalt kann selbst die erfahrensten Jedi aus dem Gleichgewicht bringen. Das Beenden eines Lebens erschüttert die lebendige Macht und denjenigen, der die Tat ausgeführt hat. Darum gehen Jedi-Kämpfe ruhig und mit der Kraft des Verstandes an. Emotionen wie Angst und Wut führen zur dunklen Seite. Der Mann, gegen den ich kämpfte, war nicht ängstlich oder wütend. Nach außen hin vielleicht nicht. Es ist so, wie der Kodex der Jedi es uns lehrt. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Denkt an diese Worte, wenn die Dunkelheit kommt. Und nehmt das hier. Der Kodex ist eine Quelle der Kraft. Aber es kann nie schaden, etwas in der Hinterhand zu haben. Wir sehen uns bald in den Gemächern des Rats. Ich habe die Tempelarchive durchsucht. Dieser Machtanwender, der die Fleischräuber anführt, hat nie eine Jedi-Ausbildung erhalten. Dann haben die Sith uns gefunden. Sollten wir uns nicht auf sie vorbereiten? Beruhigt euch, Padawan. Im Moment ist das alles noch nicht sicher. Aber wir haben alle eine anwachsende Dunkelheit gespürt. Vielleicht wird sie endlich enthüllt. Möchte mich jemand auf den aktuellen Stand bringen? Wir hatten nur ein nettes Weltuntergangspläuschen. Dies ist der Padawan, der unsere Leute im Trainingsgelände gerettet hat.
Dies sind Meisterin Kiwix und ihr äußerst mitteilsamer Padawan Kira. Die anderen Meister werden von fernen Welten übertragen. Es ist bedauerlich, dass wir so weit verstreut sind. In der Tat. Die Sicherheit des Tempels wird unerwartet gefährdet. Bis heute waren die Fleischräuber unorganisierte Wilde. Sie tragen Blaster und sind organisiert wie eine Armee. Wir müssen herausfinden, wieso. Der Mann, der die Fleischräuber angeführt hat, war vermutlich nicht alleine. Ein großer Teil Tysons ist noch unerforscht und wir haben nur wenige Ressourcen zur Verfügung. Ich kümmere mich darum mit der Hilfe meines neuen Padawans. Orgis, ihr habt seit Coruscant keinen Padawan mehr angenommen. Die Macht ist stark in ihm, stärker als ich es seit Jahrzehnten gesehen habe. Ich kann mir keinen besseren Meister vorstellen, um die Ausbildung dieses Padawans zu beenden. Ich schließe meine letzte Prüfung ab, sobald wir mit den Fleischräubern fertig sind. Nimm dir das zum Vorbild, Kira. In der Kammer unten findest du Ausrüstungsgegenstände. Statte dich aus, wir treffen uns dort. Diese verfluchten Ratstreffen. Ich sterbe eher an Altersschwäche, als dass meinen Kollegen der Gesprächsstoff ausgeht. Ich unternehme lieber etwas gegen Probleme, als über sie zu diskutieren. Dennoch gibt es Momente, in denen Reden das Richtige ist. Du bist Hals über Kopf in diese Sache reingerutscht. Du wirst auf Gefahren treffen, denen sich viele Jedi niemals stellen müssen. Ich kann dir nicht verdenken, wenn du Fragen hast. Jetzt hättest du die einzige Gelegenheit dazu. Scheinbar hattet ihr seit Jahren keinen Padawan mehr. Wieso wollt ihr mich ausbilden? Als Jedi lernst du, deinen Instinkten zu vertrauen. Als ich dich in dieser Höhle getroffen habe, sagten mir meine Instinkte, dass ich dich ausbilden soll. Ich weiß nicht, wieso und zu welchem Zweck, aber die lebendige Macht hat uns aus einem Grund zusammengeführt. Ich freue mich darauf, von euch zu lernen. Ich rechne damit, dass ich auch von dir lernen kann. Machen wir uns an die Arbeit. Es gibt eine Gruppe Twi'lek-Pilger auf Tython. Sie kämpfen schon seit Monaten gegen die Fleischräuber. Die Republik hat uns gebeten, den Twi'lek unsere Hilfe zu verweigern. Sie haben sich illegal angesiedelt, aber ehrlich gesagt, brauchen wir sie. Inwiefern verstoßen sie gegen Gesetze? Als man Tython gerade wiederentdeckt hatte, baten die Twi'lek den Senat um Erlaubnis, sich hier anzusiedeln. Ihre Bitte wurde abgelehnt. Zu gefährlich. Aber sie kamen dennoch. Die Twi'lek haben eine Siedlung in den Bergen. Das ist dein nächstes Ziel. Errichte ein Basislager und sprich mit der Matriarchin. Finde alles heraus, was die Twi'lek über die Fleischräuber wissen. Wenn die Twi'lek ihr Wissen nicht teilen wollen, wie weit darf ich sie treiben? Treibe sie nicht. Überzeuge sie. Zeig diesen Leuten, dass wir hier sind, um zu helfen. Ich werde bald zu dir stoßen. Möge die Macht mit dir sein. Ich grüße euch, Matriarchin. Meister Orgis Dinn schickt mich, um euch beim Kampf gegen die Fleischräuber zu helfen. Die Jedi lassen sich also endlich herab und erkennen, dass mein Volk leidet? Wie edelmütig. Ich bin sicher, das hat auch überhaupt nichts mit dem Angriff auf euer Trainingsgelände zu tun. Wer hat euch von dem Angriff erzählt? Er ist gerade erst vorüber. Wir haben den Kampfeslärm gehört und uns den Angriff aus sicherer Entfernung angesehen. Jetzt wisst ihr, was wir aushalten müssen. Meine Späher beobachten die Fleischräuber schon seit Monaten. Sie werden immer stärker. Ich werde euch erzählen, was wir herausgefunden haben. Aber nur, wenn ihr versprecht, mein Volk zu schützen. Wir leiden. Du brauchst Ruhe, Mutter. Lass mich diese Last für dich tragen. Die Matriarchin scheint krank zu sein. Braucht sie einen Arzt? Danke, aber wir haben unsere eigenen Heiler. Das ist meine Tochter, Rana Tauven. Sie wird zusammen mit Späherführer Morind für mich sprechen. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Mir ist egal, warum ihr hier seid. Hauptsache, ihr vernichtet die Fleischräuber.
Seit sie die neuen Waffen und die Ausrüstung haben, jagen sie uns wie Tiere. Der Feind hat ein Lager im Tal hier in der Nähe. Meine Späher berichten, dass die Fleischräuber ihre Waffen und andere Technologien in einer Höhle aufbewahren. Schön, dass sie alles an einem Ort lagern. Das macht es leichter, alles zu zerstören. Es wird nicht reichen, die Waffen zu zerstören. Sie bekommen immer wieder neue. Wir müssen den Fleischräubern Angst machen, ihre Waffen sabotieren, sie so manipulieren, dass sie vor ihren hässlichen Gesichtern explodieren. Wie sollen wir das machen? Sie verwenden Standardtechnologie der Republik. Wir könnten die Stromkreise und Plasmaspulen überladen. Hier, ich zeige es euch. Durch die Sabotage würden die Fleischräuber Verluste erleiden und ihren technologischen Vorteil verlieren. Wenn ihr uns die Technologie beschafft, könnten wir uns mit den Waffen verteidigen. Beide Pläne könnten funktionieren. Mein Volk hat keine Angst davor, für seine Heimat zu kämpfen. Uns fehlen nur die Mittel dazu. Diese Diskussion ist sinnlos, solange ihr nicht dazu in der Lage seid, in die Höhle zu gelangen. Ihr braucht einen der Zugangsschlüssel der Anführer. Findet die Technologie der Fleischräuber und tut, was ihr für richtig haltet. Viel Glück, Jedi. Wenn sie all das hier haben, werden die Twi'leks sich selbst verteidigen können. Keine Sorge, kleiner Kerl, ich hol dich da raus. Was hat die Fleischräuber dazu gebracht, dich hierher zu bringen? Zeig deinen Soldaten, wie man diese Waffen einsetzt. Sie sollen an den Twi'lek-Eindringlingen üben. Wann werden wir gegen die Jedi kämpfen? Geduld, Kalef. Die Jedi werden fallen, wenn unsere Armee ihre volle Stärke erreicht hat. Ich erwarte, dass du meinen Befehlen gehorchst. Verstanden? Sie ist in meinen Armen gestorben. Ihr hättet sehen sollen, was dieser Abschaum ihr angetan hat. Es tut mir leid, Seilu. Wir teilen euren Verlust. Für jeden von uns, den die Fleischräuber abschlachten, sollten wir 10 von ihnen töten. Nein, 100! Wird das eure Geliebte wieder lebendig machen? Belehrt mich nicht, Jedi! Meine Frau ist tot! Unsere Leute abgeschlachtet! Und wo wart ihr? Ich habe alle Waffen der Fleischräuber mitgenommen, damit ihr euch verteidigen könnt. Endlich versteht jemand unsere Lage. Gebt mir die Waffen. Wir werden die Fleischräuber jagen und Vergeltung üben. Eure Anführerin sollte entscheiden, wie diese Waffen genutzt werden, nicht ihr. Geht und trauert um eure Frau, Seilu. Ich werde eine Miliz organisieren, um unser Dorf zu beschützen. Er will noch immer Rache, aber wenigstens ist er nicht bewaffnet. Die Leute fragen sich, warum es den Jedi verboten ist, zu heiraten und eine Familie zu haben. Sie sehen nicht, dass derartige Verbindungen immer zu Leid führen. Leidenschaft kann eine Person zerbrechen. Und Jedi, die von Leidenschaft zerfressen werden, werden zu etwas Schrecklichem. Dieser Droide sagt, er arbeitet für die Jedi. Ist das wahr? Ja, er ist eine unserer Langstreckensonden. Wir haben 20 ausgesandt. Er ist die einzige, die zurückgekehrt ist. Sprich mit Rana, solange ich mich mit dem Droiden befasse. Ich denke, dank dir sind ihre Leute bereit, uns zu helfen. Mit den Waffen und der Technologie, die ihr von den Fleischräubern erbeutet habt, kann mein Volk sich verteidigen.
Ihr habt euer Leben riskiert, um uns zu helfen. Mein Volk hatte schon lange keinen Streiter mehr. Euer Streiter kommt gerne zurück, wenn ihr ihn braucht. Oh, ich sollte euch die Informationen geben, die ihr wolltet. Morind, Bericht. Die Späher berichten, dass die Truppen der Fleischräuber immer stärker werden. Sie haben bereits die umliegenden Berge unter ihrer Kontrolle. Und jetzt greifen sie die Ruinen von Kalett an. Meine Leute haben sie bei den Überresten eines alten Schreins gesehen. Ganz in der Nähe eures Jedi-Tempels. Kalett war einst eine große Stadt voller Machtanwender. In den Ruinen liegen Kräfte, die wir noch immer nicht verstehen. Die Fleischräuber suchen dort irgendetwas. Wir können nicht zulassen, dass sie es finden. Du musst die Fleischräuber sofort zurückschlagen. Ich muss diesen Droiden zum Rat zurückbringen. Der verhüllte Mann auf dem Holo. Ich kenne seine Stimme. Die Situation ist schlimmer, als ich dachte. Tu, was du kannst, um die Fleischräuber aus Kalett zu vertreiben. Ich schicke dir so schnell es geht Verstärkung. Ich halte die Stellung, bis Verstärkung eintrifft, Meister. Wenn du den verhüllten Mann von der Holo siehst, greif ihn nicht an. Und jetzt geh. Hast du mich eben Jedi genannt? Hey. Jedi töten! Meister Orges hat uns hergeschickt. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Einer der Fleischräuber, gegen die ich eben kämpfte, nannte mich Jedi. Er konnte die Macht nutzen. Das ist besorgniserregend. Wenn die Fleischräuber die Wege der Macht lernen, dann sicher nicht die helle Seite. Ihr habt wirklich kurzen Prozess mit diesem Haufen gemacht. Lasst ihr jemals Überlebende zurück? Wann habt ihr das letzte Mal gegen jemanden gekämpft, der euch töten wollte? Abgesehen von meiner Meisterin? Vor ein paar Monaten. Das hier ist kein Spaß, Padawane. Diese Fleischräuber hatten ein Holocron dabei. Ein Reservoir an Wissen, erschaffen durch einen Machtanwender. Wie es aussieht, ist es tausende Jahre alt. Meister Orges hatte recht. Diese Eingeborenen sind fortschrittlicher, als wir dachten. Sie lernen, wie man uns bekämpfen kann. Meister Orges denkt, er weiß, wer dahinter steckt. Das dachte ich mir schon. Aber er hatte keine Zeit, es zu erklären, bevor er uns hergeschickt hat. Ich wünschte, wir könnten bleiben und das hier zu Ende bringen. Aber Meisterin Satil hat uns auf eine Spezialmission auf Coruscant beordert. All diese schlechten Ahnungen, die der Rat hatte? Sie denkt, dass die Quelle auf der Hauptwelt der Republik liegt. Es tut mir leid, euch zurückzulassen. Aber die Gefahr ist vorüber. Diese Überwachungsmonitore werden Kalett im Auge behalten. Platziert sie um die Ruinen herum. Der Tempel kann dann zukünftige Angriffe durch unsere Feinde überwachen. Und was sind wir bereit zu tun, wenn die Fleischräuber zurückkehren? Die Wachen des Tempels werden ein gewaltsames Eindringen verhindern. Und diese Überwachungsgeräte werden uns früh genug warnen. Möge die Macht mit euch sein, Padawan. Ich bin hier, Meister. Was ist los? Ich bin auf dem Weg zurück in die Twi'lek-Siedlung. Triff mich dort, sobald du kannst. Ihr seid ohne Erklärung fort. Was hat euch solche Sorgen bereitet? Ich erkläre es dir, wenn wir beisammen sind. Wir treffen uns bei der Matriarchin, Orgus Ende. Meisterin Kiwix hat mir berichtet, was du in Kalett gefunden hast. Einen Fleischräuber, der die Macht einsetzt.
Sie ist im Glauben, er hätte von einem alten Holocron gelernt. Ich wünschte, das wäre so. Der Mann, der dich bei deiner Ankunft angegriffen hat, sein Lichtschwert schien mir vertraut. Und die Holo-Aufzeichnung des Druiden bestätigte meinen Verdacht. Die Gestalt mit der Kapuze in der Aufzeichnung ist Bengel Moor. Er war mein Padawan, aber er hat seine Ausbildung nie abgeschlossen. Bengel war im Jedi-Tempel auf Coruscant, als die Sith ihn zerstörten. Er hat lange damit gewartet, sich zu offenbaren. Ich verstehe immer noch nicht, wieso er einfach verschwand. Das ergibt keinen Sinn. Die Macht war stark in Bengel. Und er besaß das sanfteste Wesen, das ich kannte. Er hat sich gegen die Jedi gewandt. Er muss aufgehalten werden. Entschuldigt, dass ihr warten musstet. Die Matriarchin unseres Volks, meine Mutter, liegt im Sterben. Ihr solltet an ihrer Seite sein. Ihr seid gütig, aber meine Mutter will, dass ich hier bin. Meine Späher haben eine Kommandobasis der Fleischräuber in den Bergen ausfindig gemacht. Sie wird von einem Energieschild geschützt. Der Energiegenerator des Schilds ist auf einem anderen Berg versteckt, in einem stark bewachten Hüllennetzwerk. Von der Kommandobasis aus werden vermutlich alle Angriffe in der Region koordiniert. Ich muss dort hinein. Bist du bereit, den Energiegenerator auszuschalten? Wann habe ich euch je enttäuscht? Es gibt immer ein erstes Mal. Nicht, dass ich mir Sorgen machen würde. Versucht dem Droiden den Weg frei zu machen, damit er mehr Informationen sammeln kann. Der Energieschild hat oberste Priorität. Schalte ihn aus, so schnell du kannst. Sein, der meine Leute abschlachtet. Eure fehlgeleiteten Angriffe ändern nichts. Eure Zeit ist abgelaufen. Das ist also euer Gesicht. Jetzt weiß ich, warum ihr eine Kapuze tragt, Bengel. Orges Geschmack bei Padawanen ist schwach geworden. So wie er selbst. Ihr habt meinen Schüler Kalef exekutiert. Ich kann seinen Tod an euch spüren. Ich habe ihn über Jahre hinweg trainiert. Er war ein guter Mann. Ein Mann mit Prinzipien. Seid ihr stolz auf euch? Euer Schüler war ein Mörder. Er griff junge Padawane an. Ich gab Kalef zu früh zu viel Verantwortung. Sein Hunger nach Gerechtigkeit war seine einzige Schwäche. Jeder sogenannte Jedi auf Tython wird sterben. Das ist ein Versprechen. Euer gesamter Orden ist schwach. Ihr habt nichts getan, um den Fortschritt des Imperiums zu stoppen. Ich habe die Neuigkeiten über euren Sieg im Krieg gar nicht mitbekommen. Ich kann die Sith nicht besiegen, solange die Jedi nicht wieder erstarkt sind. Eure Leute schwächen die Macht durch eure bloße Existenz. Genießt euren kleinen Sieg. Es wird euer letzter gewesen sein. Ich habe den Energieschild abgeschaltet. Irgendwelche Neuigkeiten zur Mission von Meister Orges? Nein. Meine Mutter hat während eurer Abwesenheit ihren Frieden gefunden. Ich bin jetzt Matriarchin. Ihr müsst das alles nicht allein bewältigen. Wer sagt, dass Jedi gefühllos sind, der irrt sich. Bevor er gegangen ist, hat mir Meister Orges Folgendes gesagt. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Er glaubt, dass unser Wesen weiterlebt und sich mit der Macht verbindet, wenn wir sterben. Ich hoffe, das stimmt. Matriarchin, Fleischräuber sind durch unsere Verteidigungslinien gebrochen. Sie haben etwas mit unseren Getreidefeldern gemacht. Sie haben seltsame Maschinen aufgestellt. Als ein Späher sich einer von ihnen genähert hat, ist er krank zusammengebrochen. Er ist dann von dem Gerät weggekrochen und es geht ihm besser, aber da draußen sind immer noch viele von diesen Maschinen. Sagt euren Leuten, dass sie von den Feldern fernbleiben sollen. Ich zerstöre diese Dinger. Seid vorsichtig.
Wenn die Maschinen zu stark sind, bringt euch in Sicherheit. Geht jetzt schnell zu den Feldern. Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Ich habe die Maschinen zerstört, die euer Getreide vergiftet haben. Ich habe gesehen, was ihr da draußen erlitten habt. Das war nicht nur Tapferkeit, das war Heldenmut. Seit ihr herkamt, habt ihr fortwährend euer Leben riskiert, um uns zu retten. Warum riskiert ihr immer wieder euer Leben für Leute, die ihr kaum kennt? Ich kann nicht einfach zusehen, wie andere leiden. Viele in meinem Volk trauen den Jedi nicht. Ich wünschte, sie würden euch so kennen wie ich. Bitte nehmt dieses Zeichen der Zuneigung meines Volkes. Ihr habt es verdient. Ich sollte jetzt alle informieren, dass die Gefahr vorüber ist. Die Fleischräuberbasis ist endlich erledigt. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe über Holo mit eurem alten Padawan gesprochen. Er tut das alles, um die Sith auszuschalten. Dann ist er selbst kein Sith. Gut. Ich muss zu ihm und ihn zur Vernunft bringen. In der Kommandobasis der Fleischräuber habe ich die Koordinaten für eine Reihe geheimer Lager gefunden. Zu viele, um nur Jedi-Meister auszusenden. Ein Lager befindet sich in den Ruinen von Oberkalett. Die Patrouille, gegen die du schon gekämpft hast, war hier stationiert. Jetzt hast du die Gelegenheit, die Sache zu Ende zu bringen. Was, wenn ich eurem alten Padawan begegne? Wenn du Bengel siehst, zieh dich sofort zurück und nimm mit mir Kontakt auf. Sei vorsichtig in den Ruinen. Wir haben sie noch nicht alle erforscht. Kontaktiere mich, wenn du die Mission erfüllt hast. Möge die Macht mit dir sein. Edlen Derfi Akalin Tom Keret. Atenger Kellet Wiesel Mi Az. Meister Orgus hat mich geschickt, um die Fleischräuber zurückzuschlagen. Ein Fremdling befehle ich die Fleischräuber. Ist er hier? Das Fleischräuberlager ist unschädlich gemacht, Meister. Aber es waren lauter Machtanwender. Sie haben einen Jedi namens Laota getötet. Seine Leiche liegt in den Ruinen. Was soll ich tun? Wir bergen unseren Gefallenen später. Ich habe gerade ein Notsignal von der Twi'lek-Siedlung erhalten. Sie haben Bengal Moor gesehen. Unsere Leute sind auf die geheimen Lager verteilt. Wir sind die einzigen, die sich darum kümmern können. Ich bin auf dem Weg zur Siedlung. Wir treffen uns dort. Meister Orgus hat auf euren Notruf reagiert. Ich sollte ihn hier treffen. Was ist passiert? Nichts. Wir haben keinen Notruf abgesendet. Seit ihr fortgegangen seid, war alles ruhig. Ich habe Meister Orgus nicht gesehen oder gesprochen. Jemand hat Meister Orgus von hier aus einen Notruf gesendet. Wer war das? Ich bin sicher, das ist ein Missverständnis. Euer Meister wird bestimmt auftauchen. Bleibt doch ein Weilchen. Ihr seid sicher erschöpft.
Schluss damit! Was macht ihr? Zur Seite, Matriarchin. Es war nicht genug, den Meister des Jungen auszuliefern. Der Padawan muss sterben. Ich habe euch gesagt, dass ihr ihn in Ruhe lassen müsst. Das war die Abmachung. Bangalmore hat eure Bedingungen abgelehnt. Wir müssen unser Volk retten. Ihr habt mir direkt ins Gesicht gelogen. Wie konntet ihr das nur tun? Ich hatte keine Wahl. Es gibt zu viele Fleischräuber und zu wenige Jedi. Bangalmore ist zu mir gekommen. Er sagte, er würde die Angriffe der Fleischräuber beenden, wenn wir ihm euren Meister ausliefern. Er wollte, dass wir auch euch umbringen. Aber ich sagte nein. Ich sagte ihm, wir würden euch hier behalten. Ihr wärt in Sicherheit und mein Volk hätte einen Beschützer. Wenn wir nicht tun, was uns befohlen wurde, wird Bangalmore uns alle töten. Bangalmore ist ein Monster. Wenn er euch nicht mehr braucht, wird er alle umbringen. Wehrt euch nicht. Das macht alles nur schlimmer. Warum haben Sie nicht auf mich gehört? So sollte es nicht ablaufen. Ich hätte euch gerettet. Uns alle. Bangalmore will meinen Orden vernichten. Und ihr habt ihm meinen Meister ausgeliefert. Es ist immer noch Zeit, sie zu retten. Bangalmore hat Orgus an einen Ort gebracht, den man die Schmiede nennt. Aktiviert euren Druiden, er könnte wissen, wo sie zu finden sind. Ihr könnt mir doch vergeben, oder? Ihr habt schreckliche Dinge getan. Es muss Konsequenzen geben. Ihr habt recht. Sagt mir, was ich tun soll. Stellt euch dem Hohen Rat der Jedi. Gesteht eure Verbrechen. Der Siedlung wird es ohne mich besser gehen. Ich habe nur erreicht, dass Leute sterben. Diese Schuld muss ich wieder gut machen. Ich breche sofort zum Tempel auf. Ich hoffe, ihr findet euren Meister. Bangalmore hat meinen Meister an einen Ort gebracht, den man die Schmiede nennt. Weißt du, wo das ist? Meister Orgus braucht unsere Hilfe. Wir müssen ihn finden. Ich bin A4PO, Jedi-Archivar. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Übertrage alles, was du über die Schmiede weißt, auf meinen Droiden T7. Dieser Bereich gilt als höchst gefährlich. Darf ich fragen, wozu Sie diese Daten benötigen? Fleischräuber haben Meister Orgus gefangen genommen und dorthin gebracht. Bei den Sternen! Was für ein schrecklicher Zeitpunkt! Die Tempelmeister sind alle mit dem Kampf gegen die Fleischräuber beschäftigt. Ich werde sie auf der Stelle alarmieren, aber sie werden ihnen vielleicht nicht helfen können. Übertrage jetzt die Daten. Ich habe euer Kommen gespürt. Eure Furcht verrät euch. Ihr seid schwach. Genau wie mein alter Meister. Ihr werdet fallen. Mit ihm. Was ist euch auf Coruscant widerfahren? Warum habt ihr euch gegen die Jedi gewendet? Nicht die Jedi. Gegen die rückgratlosen Feiglinge, die ihren Platz eingenommen haben. Die Verräter, die zugelassen haben, dass die Sith Millionen abschlachten. Ihr wart nicht auf Coruscant. Ihr habt nicht mit ansehen müssen, wie all eure Vorbilder niedergemetzelt wurden. Oder der Tempel brannte. Ich bin der Vernichtung entkommen, um zu sehen, wie mein eigener Meister sich vor den Sith beugte. Sie rotteten uns aus und er gab einfach auf. Deswegen habt ihr Meister Orgus hergebracht, um euch an ihm zu rächen? Die Schwachen werden hier geopfert, um die Schmiede stärker zu machen. Der Orden der Jedi muss aus der Asche wieder auferstehen. Uah!
Warum hat die Macht mich in diese Niederlage geführt? Ihr seid stärker als alle Jedi, die ich jemals gekannt habe. Ihr könntet den Orden retten und die Sith vernichten. Ich verstehe. Ihr seid die Waffe, die zu schmieden ich gekommen bin. Ihr denkt, dass ich dazu bestimmt bin, das Imperium zu besiegen? Ich bin mir ganz sicher. Endlich habe ich meine Bestimmung gefunden. Ich habe ein Leben damit verbracht, die Wege zur Macht zu lernen. Dieses Wissen dient nun euch. Lasst mich Typhon verlassen und die Galaxis für euren Aufstieg vorbereiten. Ich werde die Gaben liefern, die ihr braucht, um euer Schicksal zu erfüllen. Ihr werdet die Hilfe bekommen, die ihr braucht, Bengel. Aber ihr könnt hier nicht fort. Padawan, ich habe dir mein Leben zu verdanken. Ich habe Bangalmore gefangen genommen, Meister. Er ruht jetzt. Du hast Großes geleistet. Er verdient eine zweite Chance. Das Grauen, das er auf Coruscant mit ansehen musste, hat ihn gebrochen. Es hat den sanften Padawan, den ich ausgebildet habe, vernichtet. Du hingegen hast dich einer Herausforderung gestellt, die jenseits aller Prüfungen liegt, die ich dir auferlegen kann. Es gibt nichts mehr, was ich dich lehren könnte. Alles, was dir noch zu tun bleibt, ist in die Schmiede zu gehen und dein Lichtschwert zu bauen. Ich fühle mich ausgesprochen geehrt. Es gibt keinen Ersatz für die Waffe, die du dir selbst baust. Normalerweise lassen wir die Padawane sich das Material selbst zusammensuchen, aber du hast dich bereits bewiesen. Hier sind alle physischen Bestandteile. Der Rest ergibt sich aus deiner Beherrschung der Macht. Ich werde Bengel zum Jedi-Tempel bringen, damit man ihm hilft. Wir treffen uns dort, wenn du soweit bist. Diese Waffe wird Licht in die Dunkelheit bringen. Fleischräuber sind immer noch eine Bedrohung, aber ohne Bengel als Anführer werden sie verstreut und schlecht gerüstet sein. Der Tempel hätte vernichtet werden können. Der gesamte Orden steht in eurer Schuld, Padawan. Der Feind hat Schwachstellen in unserer Sicherheit gefunden. Wir müssen uns gegen ein zweites Coruscant wappnen. Ich stimme zu. Wir haben jetzt Sorgen jenseits der Fleischräuber. Die jüngsten Entwicklungen in der Twi'lek-Siedlung verlangen nach einer Antwort. Ihre Matriarchin hat mich an Bengel verraten, aber sie hat sich ergeben und unserem Urteil unterstellt. Dein Verdienst, denke ich. Gute Arbeit. Ihr kennt die Twi'lek, Padawan. Welches Vorgehen empfehlt ihr? Wir haben Instabilität verursacht, weil wir ihnen die Hilfe verweigerten. Das muss sich ändern.
Was Meister Orges geschehen ist, ist unverzeihlich. Aber wenn wir verzeihen und mit ihnen zusammenarbeiten, könnte das beiden Gemeinschaften förderlich sein. Dieser junge Jedi hat ein gefallenes Mitglied unseres Ordens gefangen genommen und den Tempel vor der Zerstörung bewahrt. Ich sehe keinen Grund, weshalb er länger Padawan bleiben sollte. Eure Tapferkeit, euer Heldenmut und eure Opferbereitschaft zeigen einen starken Charakter. Ihr seid unsere Hoffnung für die Zukunft. Ihr kamt als Padawan auf Tython an, doch ihr geht als Ritter der Republik. Möge die Macht mit euch sein. Ich brenne darauf, in der Galaxis Gutes zu tun. Entsendet mich dorthin, wo ich helfen kann. Es gibt viele Krisengebiete in der Galaxis. Wir werden eins für dich finden. Dieser kleine Droide und ich haben eine Menge durchgestanden. Wir sind ein prima Team. Ich sehe keinen Grund dafür, weshalb ihr nicht zusammenbleiben solltet. Wir empfangen ein Prioritätssignal von Coruscant. Es ist Meisterin Kiwix. Meister Orges, alle. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die weitere Hilfe erfordert. Unsere Mutmaßungen über Coruscant waren richtig. Die dunkle Präsenz, die wir seit langem fühlen, ist hier am stärksten. Was kann schlimmer sein als ein gefallener Jedi, der uns angreift? Das gilt es herauszufinden. Die Sicherheit der gesamten Republik steht auf dem Spiel. Die Lage verlangt nach unseren Besten. Meister Orges, ihr und euer ehemaliger Padawan solltet zu Meisterin Kiwix nach Coruscant. Kommt so schnell es geht zum Senatsgebäude. Meisterin Kiwix, Ende. Keine Ruhepause für uns, wie es scheint. Erledige, was du hier noch erledigen musst, dann nimm eine Fähre nach Coruscant. Ich werde sofort aufbrechen, Meister. Ich muss noch ein paar Sachen packen, bevor ich los kann. Wir sehen uns auf Coruscant. Bis bald. Möge die Macht mit euch sein. Stets. Sprichst du aus eigener Erfahrung? Was ist los? Du erinnerst dich an Meisterin Kiwix und ihren Padawan Kira? Das hier sind General Fasatra und Dr. Eli Tarnes. Wir reden gerade darüber, wieso die Republik im Geheimen eine Waffe gebaut hat, die ganze Planeten zerstören kann, ohne zuvor die Jedi zu konsultieren. Meine Arbeit kann man kaum als Waffe bezeichnen. Es ist die humanste Militärtechnologie, die jemals erfunden wurde. Einmal aktiviert, überlädt der Planetenfänger die obere Atmosphäre eines Planeten und verwandelt ihn in eine riesige Ionenkanone. Jedes Raumschiff, das den Planeten anfliegt oder verlässt, wird vollständig außer Gefecht gesetzt. Die ideale Kontrolle von Feinden, ohne Opfer. Habt ihr die Sicherheit dieses Planetenfängers getestet? Wir waren dabei, einen Feldtest zu starten, als diese sinnlose Debatte begann. Ungeachtet dessen habt ihr es zugelassen, dass eure Dateien mit den Entwürfen von gewöhnlichen Dieben gestohlen wurden. Ich bezweifle, dass die Diebe überhaupt ahnen, was sie da haben. Außerdem sind die Dateien verschlüsselt. Unsere Leute folgen jeder möglichen Spur. Bei allem Respekt, alter Freund. Meint ihr nicht, es ist an der Zeit, dass die Jedi eingreifen? Meisterin Kiwix und ich müssen mit dem obersten Kanzler sprechen. Ich brauche dich hier, um diese Entwürfe zu finden. Ich werde euch nicht enttäuschen.
Du bleibst auch hier, Kira. Deine Kompetenz in Sachen Sicherheit könnte von Nutzen sein. General, wir haben eine Spur der Diebe. Das ist Agent Galen vom Strategischen Informationsdienst. Agent Galen, diese jungen Jedi werden euch unterstützen. Vor 32 Stunden haben Diebe ein Militärlager überfallen. Sie haben Waffen, Versorgungsgüter und Dateien über das Planetenfängerprojekt gestohlen. Der Anführer der Diebe hat einen Fehler gemacht und sein Gesicht einer Überwachungskamera gezeigt. Wir konnten ihn in unserer Verbrecherdatenbank finden. Vistis, ein rhodianischer Schmuggler, der sogenannten Händlergilde der Migranten angehört. Ein Haufen gemeiner Verbrecher. Warum sollten fremdartige Verbrecher ein Militärlager ausrauben? Sie müssen gewusst haben, woran ihr arbeitet. Unmöglich. Es muss ein Zufall sein. Die Gilde ist ein gewalttätiges, gut bewaffnetes Verbrecherkartell. Nur ein Jedi könnte in ihr Hauptquartier einbrechen. Oh je, ich muss mich einen Moment hinsetzen. Entschuldigt mich. Agent Galen, benutzen wir doch euer praktisches Sicherheitsnetzwerk, um die Verbrecher abzulenken. So haben mein Freund und der Dieb ein wenig Zeit für sich. Wenn ihr wisst, es findet, kontaktiert mich. Die Dateien haben oberste Priorität. Aber versucht auch, das übrige Diebesgut zurückzuholen. Viel Glück! Tino Hagua Bontagu, Chubalong Haku. Kilia umpasa dobiska wumpa hupa. Agent Galen, ich glaube, ich habe unseren Dieb gefunden. Holt euch die gestohlenen Entwürfe und eilt zurück. Es gab eine erhebliche Sicherheitsverletzung. Was ist jetzt geschehen, Agent? Dieser Holo-Kanal ist nicht sicher. Ich unterweise euch im Senatsgebäude. Galen Ende. Biska chenaga ima che, choran chike. Cineco, higa da noila, oca chisa spida per popa. Pleiu gocesco pacurta, plisca, taca ia osca. Ihr seid nicht in der Position zum Feilschen. Agua bota. Cineco, higa da noila, oca chisa spida per popa. O wama wanka mituske, o wana tablota, wijawa. Weshalb interessiert sich die Schwarze Sonne für Militärdaten? Aber dopi basta wahota! Chiliska chenaga ima che, choran chike! Weg hier, auf dass wir uns nie wiedersehen! Eniki! Ukleugo chesko pakurta, tliska, taka ya oska! Ich habe eure Dateien, aber dem Dieb ist es gelungen, eine entschlüsselte Kopie an die Schwarze Sonne zu übermitteln. Grant, startet ein Diagnoseprogramm. Findet heraus, was in diesen Dateien war. Ihr habt die gestohlene Militärhardware gefunden.
Gut, wir brauchen sie. Während ihr fort wart, ist Dr. Tarnes entführt worden. Wer ist dafür verantwortlich? Keine Ahnung. Aber sie sind gut organisiert und gefährlich. Ein Sicherheitsteam unter Kiras Führung hat die Verfolgung aufgenommen. Doch die Entführer haben sich getrennt. Moment, ich empfange ein Signal. Agent Galen, ich habe die Kerle festgenagelt, aber sie wollen nicht aufgeben. Ich weiß nicht, wie lange ich sie noch in Schach halten kann. Sie steckt in der Klemme. Habt ihr Orgus und Kiwix informiert? Sie befinden sich im Orbit mit dem obersten Kanzler und unseren Flottenkommandanten. Zu weit entfernt, um zu helfen. Kiras Notruf kam vom Raumhafen. Die Entführer versuchen vielleicht, den Doktor von hier wegzubringen. Ihr müsst die Entführer aufhalten, ehe sie mit Dr. Tarnes entkommen. Beeilt euch! Gerade noch rechtzeitig. Die Leute hier haben Mut, aber wir sind geringfügig in der Minderheit. Da sind mehr als ein paar schießwütige Kerle auf dieser Startrampe. Die Entführer drohen damit, Dr. Tarnes zu töten, aber sie könnten bluffen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob sie ihn überhaupt haben. Sind sie eventuell bereit zu kapitulieren? Ich habe versucht, mit dem Anführer zu verhandeln. Er hat auf mich geschossen. Äußerst unhöflich. Also, wie gehen wir vor? Wir stürmen einfach mit gezogenen Waffen rein und schauen, was passiert. Gebt mir einen Moment, um ein Zielkreuz auf meine Stirn zu malen. Ich habe mir einen Tarnfeldgenerator aus Agent Galens Büro geborgt. Er macht mich praktisch unsichtbar. Ich schleiche mich zuerst rein und wenn ihr angreift, überrasche ich ein paar von denen. Was meint ihr? Das kommt mir sehr gelegen. Klasse. Jetzt seht ihr mich? Jetzt nicht mehr. Ich nehme meine Position ein und warte auf euer Signal. Lasst uns den Doktor retten. Abschaum. Eines Tages kriege ich euch. Er hat meinen Tarnfeldgenerator zerstört. Naja, es hat jedenfalls Spaß gemacht, solange es gedauert hat. Ist Teamarbeit nicht toll? Ich sehe unseren Doktor nirgendwo. Wir waren die Köder. Jetzt werdet ihr euren kleinen Doktor nie wiedersehen. Ach wirklich? Gebt mir eine Minute mit diesem Kerl. Ich bring ihn zum Reden. Selbst wenn es nichts bringt, wird es unterhaltsam. Danke für die Ermutigung. Die Sache ist die, er muss gar nicht reden. Nicht, wenn ich einfach seine Gedanken lese. Was? Aufhören! Raus aus meinem Kopf! Raus! Der Doktor ist im Hauptquartier der Schwarzen Sonne. Sala hat ihn. Lasst mich in Ruhe! Billige Schurken glauben einfach alles. Ich kann keine Gedanken lesen, Blödmann. Ihr habt mich ausgetrickst! Clever, Kira. Sehr clever. Die Schwarze Sonne ist ein wichtiges Verbrechersyndikat. Was auch immer sie von Tarnes wollen, wir retten ihn besser schnell. Ich werde mit meinem Sicherheitsbeauftragten hier aufräumen. Agent Galen wird einen Bericht wollen. Dr. Tarnes ist gerade die geringste unserer Sorgen, General. Die gestohlenen Daten enthielten nicht nur Details über den Planetenfänger, sondern über jeden Waffenprototypen und jede Forschungsanlage. Unsere mächtigsten experimentellen Waffen! Und die Schwarze Sonne hat nun Zugang dazu. Wie konnte das geschehen? Ich an eurer Stelle würde mich auf die Suche nach einem neuen Posten machen. Das reicht. Für Schuldzuweisungen haben wir keine Zeit. Wir müssen schnell handeln, um diese anderen Waffen zu sichern. Wo sind sie? In drei Forschungsanlagen. Minimale Verteidigung, damit sie nicht auffallen. Sie sind verwundbar. Meisterin Kiwix und ich werden uns aufteilen und zwei beschützen. Und ich übernehme die dritte. Der spannende Teil liegt bei dir.
Dr. Tarnes retten und die kopierten Dateien von der schwarzen Sonne zurückholen. Wir sind zum Abendessen wieder hier. Kira wird ebenfalls hier bleiben. Wenn Agent Galen aufgebrochen ist, werden ihre Computerkenntnisse benötigt. Sie kann sehr impulsiv sein, aber gib ihr eine Chance. Ihr werdet ein gutes Team bilden. Sie übertreibt es hin und wieder, aber ich mag sie. Sie kämpft mit emotionalem Ballast, wie es viele junge Jedi tun. Denkt immer daran. Wir sollten aufbrechen. Möge die Macht mit uns allen sein. Ich bringe euch zu euren Schiffen, meine Freunde. Ehe ich aufbreche, stelle ich euch all meine Ressourcen zur Verfügung. Im Gebiet der Schwarzen Sonne ist eine taktische Sondereinheit im Einsatz. Erfahrene Sicherheitsoffiziere, die diese Kriminellen schon seit Monaten bekämpfen. Fliegt zu diesen Koordinaten. Redet mit Sergeant Nidalio. Er kann euch helfen, Dr. Tarnes zu retten und die kopierten Dateien zurückzubekommen. Diese Mission ist zu wichtig, um zu versagen. Ich nehme jede Hilfe, die ich bekommen kann. Ich werde ihm sagen, dass ihr auf dem Weg seid. Unterschätzt die Schwarze Sonne nicht. Töten ist eins ihrer Hobbys. Und sie sind gut darin. Kira ist auf dem Weg. Ich verschaffe ihr direkten Zugang zu unserem Sicherheitsnetzwerk, bevor ich aufbreche. Viel Glück! Corporal, holt ein Coltopack für den Mann. Alle anderen für die Evakuierung vorbereiten. Agent Garland schickt mich. Was ist passiert? Schwarze Sonne. Das ist nicht mehr nur noch eine Bande. Das ist eine Armee. Wir haben ein Gebiet um ihre Basis für euch gesichert. Sie haben mit Militärwaffen zurückgeschlagen. 6 meiner Leute sind dabei umgekommen. 7, Sir. Jaren hat es nicht geschafft. Wir sind nicht für diesen Kampf ausgerüstet. Nicht mehr. Wir können euch nicht helfen. Kein Grund zur Panik. Uns fällt schon etwas ein. Bei allem Respekt. Aber ihr habt keine Ahnung, was euch da erwartet. Wir kämpfen nun schon seit Monaten gegen die Schwarze Sonne. Mit ihren neuen Waffen und Rüstungen sind sie unaufhaltbar. Seht uns an. Wir sind halb tot und sie haben kein einziges Opfer zu beklagen. Es gibt keine Hoffnung auf Sieg. Wenn ihr jetzt aufgebt, sind eure Soldaten umsonst gestorben. Wollt ihr das etwa? Was ist mit dem Mann in der Basis, der auf seine Rettung wartet? Wollt ihr ihn einfach im Stich lassen? Das ist ein Moment der Wahrheit, Sergeant. Gebt ihr auf und lasst das Böse gewinnen? Oder steht ihr auf und kämpft? Ich komme mit euch. Aber ich werde meine Männer nicht bitten, uns zu folgen. Das müsst ihr auch nicht. Der Jedi hat recht. Dieser Abschaum darf uns nicht besiegen. Ich bin dabei. Ich wollte schon immer mal an der Seite eines Jedi kämpfen. Ihr müsst das Sicherheitsnetzwerk der Basis ausschalten, damit wir reinkommen. Sobald das Netzwerk deaktiviert ist, greifen wir den Hintereingang an. Ihr geht von vorne rein, wir treffen uns in der Basis. Seid alle stark. Wir sehen uns drinnen. Also Beeilung, Leute! Los, los! Wir haben alles für euch riskiert. Die Daten gestohlen, die Entführung vorgetäuscht. Ist das jetzt der Dank? Ihr habt als Lohn ausreichend Waffen und Panzerung erhalten, um die Schwarze Sonne unbesiegbar zu machen. Unbesiegbar? Da ist ein Jedi, der meine Basis zerlegt. Das ist eure Schuld. Wir hätten niemals einem Sith trauen dürfen. Wenn ein Jedi hinter euch her ist, Sala, hat das nichts mit mir zu tun. Ich dachte mir schon, dass eure Entführung etwas zu glatt gelaufen ist. Ich hätte ein eleganteres Ende bevorzugt, aber eure Meister haben mich gezwungen. Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Beendet euren sinnlosen Kampf.
Das Schicksal von Coruscant ist besiegelt. Ergebt euch. Wir haben euch umzingelt. Das ist Sergeant Nedaglio. Er ist hier, um euch festzunehmen. Ich schlage vor, ihr lasst das zu. Die schwarze Sonne ergibt sich nicht! Ich fasse es nicht. Wir haben gerade Sala ausgeschaltet. Das wird die schwarze Sonne so schnell nicht vergessen. Wir haben ein paar gute Soldaten verloren. Doch dieser Sieg verleiht ihrem Tod eine Bedeutung. Eure Männer haben tapfer gekämpft. Ihr solltet stolz sein. Danke, dass ihr diese Mission geleitet habt. Die schwarze Sonne wird bald Verstärkung schicken. Gibt es eine Spur von dem Mann, den ihr retten solltet? Da seid ihr ja. Wir haben Salas Holo-Gespräch mit Tarnis abgefangen. Ich fasse es nicht, dass er ein Sith ist. Aber das ist nicht mal das Schlimmste. Der Planetenfänger-Prototyp hier im Labor ist eine Fälschung. Tarnis hat den echten Planetenfänger gestohlen. Verfolgt das abgefangene Holo-Gespräch zurück. Verwendet es, um die Operationsbasis unseres Siths zu finden. Ich arbeite schon daran. Wir brauchen euch hier im Senatsgebäude. Kira, Ende. Anscheinend hat eure Arbeit gerade erst begonnen. Wir werden euch nicht aufhalten. Lebt wohl, Jedi. Ein wissenschaftlicher Leiter, ein Sith. Wie kann ich die Republik beschützen, wenn ich meinen eigenen Leuten nicht trauen kann? Tarnis gesamtes Technikteam ist mitsamt dem Planetenfänger verschwunden. Sie sind ebenfalls alle Verräter. Die Sith wollen, dass wir in Panik geraten. Lasst euch nicht von Furcht beherrschen. Tarnis wird den Planetenfänger gegen Coruscant einsetzen. Er könnte uns für immer hier festhalten und die Republik lähmen, indem er uns als Geisel nimmt. Ihr seid unsere einzige Hoffnung, das zu verhindern. Sagt mir nicht, dass ich der einzige Jedi auf Coruscant bin. Eure Meister sind im Hyperraum. Ihr und Kira seid die einzigen Jedi mit der Vollmacht des Hohen Rates. Aus gutem Grund. Wir sind beide genial. Ich habe das Holo-Gespräch verfolgt, das wir von der Basis der Schwarzen Sonne abgefangen haben. Tarnis hat von Sektor 439 aus kommuniziert. Justicar-Gebiet. Tarnis weiß, dass wir dort nicht willkommen sind. Justicare sind eine paramilitärische Bürgerwehr. Sie haben einen Sektor übernommen und haben alle Verbindungen zum Rest von Coruscant abgebrochen. Sie mögen keine Besucher. Wenn Ihre Anführer die Situation begreifen, werden Sie mit uns kooperieren. Wir haben keine Möglichkeit, Sie zu kontaktieren. Und keine Zeit für Diplomatie. Die Justicare sind gut trainiert und bewaffnet. Doch sie interessieren mich nicht. Der Sith Lord macht mir Sorgen. Ihr solltet Tarnis nicht allein gegenübertreten. Ich mag zwar nur ein Padawan sein, aber ich kann euch helfen. Wenn so viel auf dem Spiel steht, sind zwei Jedi besser als einer. Haltet Tarnis auf, bevor er den Planetenfänger gegen uns einsetzt. Das Schicksal der Republik liegt in euren Händen, Jedi. Möge die Macht mit euch sein. Ich sehe nirgendwo einen Planetenfänger. Das ist nicht gut. Wir waren solche Narren. Tarnis, er ist ein Sith. Ich bin gekommen, um ihn aufzuhalten. Was ist hier geschehen? Tarnis hat uns ausgetrickst. Er sagte, ihr Jedi wollt das Projekt beenden. Er wies uns an, den Planetenfänger hierher zu bringen. Ihn sicher zu verwahren. Wir dachten, wir retten die Republik. Wir haben Tarnis den Prototypen gebracht. Er ist auf uns losgegangen, hat alle getötet. Haltet durch, ich bringe euch zu einer Krankenstation.
keine Zeit. Tarnis hat den Planetenfänger. Er wird ihn benutzen. Der Prototyp erzeugt eine immense Hitzesignatur, wenn er aktiviert wird. Macht einen Thermalscan, dann findet ihr Tarnis. Der Planetenfänger braucht Zeit, um Energie aufzubauen. Genug Zeit für euch, um ihn zu zerstören. Rettet Coruscant. Armer Mann, das hat er nicht verdient. Ich starte einen Thermalscan von einem dieser Terminals. Kommt. Thermalscan läuft. Der Techniker hatte recht. Das nenne ich ein Signal. Ortung läuft. Na also, Sektor 167, Koordinaten 8863. Soll das ein Witz sein? Das Signal kommt aus den Ruinen des Jedi-Tempels. Dieser Sith findet das vermutlich extrem komisch. Ein ganz schön geschmackloser Scherz. Die Ruinen des Tempels liegen mitten in einer Gefahrenzone, die Hüttenstadt genannt wird. Leute gehen hinein, aber kommen nicht mehr heraus. Hier in der Nähe ist ein alter Aufzug, der hinunter zur Hüttenstadt führt. Ich hoffe, ihr seid auf alles vorbereitet, denn das ist alles, was ich weiß. Wenn ein Sith darunter kann, können wir das auch. Hoffentlich kommen wir heil unten an. Und er nicht. Ich bin bereit. Also los. Eine ziemliche Verwüstung angerichtet. Unglaublich, dass sie damit davongekommen sind. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Coruscant, Vater. Der Planetenfänger wird in wenigen Minuten positioniert. Der Republik bleibt keine andere Wahl, als sich zu ergeben. Du kehrst zu mir als Held des Imperiums zurück, mein Sohn. Ein Sieg auf der ganzen Linie. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Was denn, Tarnis? Hat der Plan etwa eine Lücke? Was für eine Schande. Seid ihr hier, um zu sterben, Jedi? Tut das nicht, Tarnis. Ihr könnt euch immer noch ergeben. Vergebt mir, dass ich euch dieses Angebot nicht ebenso machen kann. Lenke deinen Zorn, mein Sohn. Lass dir von diesem Jedi nicht den Moment deines Triumphs rauben. Dein Blut fließt durch meine Adern, Vater. Ich kann nicht versagen. Dafür wird er sterben, Meister. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Ihr habt keine Ahnung, was ihr angerichtet habt, Jedi. Ihr könnt euch an keinem Ort der Galaxis vor meinem Zorn verstecken. Ich fürchte euch nicht. Kommt ruhig her, wann immer ihr wollt. Ich werde euer Volk unvorstellbare Qualen erleiden lassen. Milliarden werden euretwegen sterben. Wir kontrollieren bereits eure geheimen Waffeneinrichtungen. All diese Macht gehört nun uns. Ich werde den Tod meines Sohnes an der gesamten Republik rächen. Und ihr werdet euch vor mir verneigen, ehe ich euch sterben lasse. Das ist doch absolut verrückt. Sagt euren armseligen Meistern, dass Darth Angral zurück ist. Dieses Mal wird es kein Mitleid geben. Was für ein Charmeur. Ich vermisse ihn jetzt schon. Der Planetenfänger ist offiziell Schrott. Sieht so aus, als hätten wir Coruscant gerettet. Jetzt haben wir ein neues Problem. Darth Angral. Wenigstens kommt keine Langeweile auf.
So sehr ich diese giftigen Ruinen auch mag, vielleicht sollten wir zurück zum Senatsgebäude. Damit konnte niemand rechnen, Meisterin Satil. Nicht einmal der Hohe Rat der Jedi. Wir haben es seit Wochen gespürt, General. Hättet ihr uns von eurem Geheimprojekt erzählt, wären wir vielleicht in der Lage gewesen, dieses Desaster zu verhindern. Da ist er, der Held von Coruscant. Willkommen zurück, mein Junge. Coruscant ist sicher, aber ich musste den Planetenfänger zerstören und Tarnis töten. Ja, das haben wir gehört. Wir wissen auch, dass Tarnis Darth Angrals Sohn war. Die Kommkanäle der Republik werden seither mit Drohung und Racheschwüren von diesem Irren überschwemmt. Hat einer von euch diesem Mann jemals gegenübergestanden? Ich kenne ihn nicht. Darth Angral persönlich hat die Truppen angeführt, die Coruscant im letzten Krieg geplündert haben. Er war wütend, als der Imperator das Abkommen unterzeichnet hat. Sieht so aus, als wäre er zurück, um zu beenden, was er begonnen hat. Das Imperium hat sich öffentlich von Darth Angrals Taten distanziert. Angeblich ist er abtrünnig. Es ist eine Lüge, aber der Senat weigert sich, eine militärische Antwort zu bewilligen. Aus gutem Grund. Weder die Republik noch die Jedi sind auf einen weiteren Krieg vorbereitet. Wir würden verlieren. Milliarden würden sterben. Und wenn der Feind unsere eigenen Waffen gegen uns richtet, werden Milliarden sterben. Tarnis hat Informationen über unsere streng geheimen Projekte an seinen Vater übermittelt. Wir haben die Übertragung zum Planeten Ord Mantell zurückverfolgt. Darth Angral muss dort eine Basis haben. Ihr müsst sie für mich finden. Das ist eine Krise, um die sich der gesamte Jedi-Orden kümmern sollte, denkt ihr nicht? Es gibt einfach nicht genügend von uns, um sich um jede Bedrohung zu kümmern. Meister Orgus spürt Größe in euch. Ebenso wie ich. Die Mission gehört euch. Ich komme mit. Meisterin Kiwiks hat mich hier zurückgelassen, damit ich euch zur Seite stehe. Einverstanden. Nehmt Kira mit. Lehrt und beschützt sie, als wäre sie euer eigener Padawan. Das ist eine große Verantwortung. Ich werde sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir werden uns besser kennenlernen. Das wird nett. Ich muss den Hohen Rat über diese Entwicklungen informieren. Eine sichere Reise, junger Jedi. Möge die Macht mit euch sein. Alles, was ich jemals wollte, war, die Republik zu beschützen. Ich war hier stationiert, als das Imperium Coruscant angriff. Ich habe gesehen, wie der Jedi-Tempel zerstört wurde. All die Padawane und Meister, die ihr Leben ließen. Für sie begann ich mit der Waffenforschung. Es gibt keinen Tod. Nur die Macht. Waffen werden das Verlorene nicht zurückbringen. Vielleicht nicht. Aber ich kann wenigstens das Imperium davon abhalten, weitere Grausamkeiten zu begehen. Am Raumhafen wartet bereits eines unserer besten Raumschiffe auf euch. Euer Astromech-Droide trifft schon die Startvorbereitungen. Auf Ord Mantell herrscht Bürgerkrieg. Niemand darf dort landen. Dockt an der Orbitalstation an und kontaktiert mich. Viel Glück. Endlich, mein neuer Herr. Ich bin C2M2, Steward auf diesem Schiff. Welch ein Glück, dass ich Ihnen dienen darf. Schön, dass du mit an Bord bist. Welche Funktionen hast du, C2? Droiden der C2-Reihe stehen für modernste Fortschritte in zahlreichen Bereichen. Von technischer Raumschiffwartung bis hin zu Ernährungsplänen, die speziell auf die Bedürfnisse ihrer Organe angepasst sind. Willkommen an Bord dieser koreanischen leichten Korvette der Defender-Klasse. Sie wurde speziell darauf ausgerichtet, einem Jedi sowohl erstklassige Kampfmöglichkeiten als auch eine angenehme Atmosphäre für die Meditation zu bieten. Neben den üblichen Annehmlichkeiten finden Sie hier auch einen gesicherten Kapitänsschwind, in dem Sie Ihre Wertsachen aufbewahren können. Auf Ihrer Brücke finden Sie eine ständig aktualisierte Karte der Galaxis. Ein wahrlich schöner Anblick. Wichtige Nachrichten aus dem republikanischen Netzwerk können über die Holonetz-Konsole abgerufen werden. Langstreckenkommunikation ist über das Holo-Terminal möglich. Und dann gibt es noch das Intercom des Schiffs, mit dem Sie Treffen mit Ihrer Crew einberufen können.
Haben Sie irgendwelche Fragen? Bereite das Schiff für den Start vor. Wir brechen bald auf. Das Schiff ist getankt und abflugbereit. Es gibt aber noch ein paar letzte Dinge, die wir zuerst besprechen sollten. Wie Sie sehen, bin ich nicht gegen physikalische Gefahren gewappnet. Meine Funktionen sorgen dafür, dass dieses Raumschiff Ihnen auch auf langen Reisen ein Heim ist. Ich bin natürlich immer gerne bereit, alle ungefährlichen Aufgaben für Sie zu übernehmen. Ich bin sehr stolz auf meine Liebe zum Detail. Was wäre denn so eine ungefährliche Aufgabe? Meine Programmierung erlaubt es mir, andere Technologie zu modifizieren. Ich kann außerdem in den Bereichen Landstreckenüberwachung und Diplomatie eingesetzt werden. Ich versichere Ihnen, ich bin ziemlich nützlich. Wenn Sie bereit sind aufzubrechen, rufen Sie die Sternenkarte auf der Brücke auf. Die Schiffscomputer kümmern sich dann um den Rest. Coruscant-Kontrolle, bitte kommen. Erbitte Starterlaubnis. Erlaubnis erteilt, Jedi. Koordinaten für Ort Mantell wurden auf euren Navi-Computer übermittelt. Gute Jagd. Wir sind ein gutes Team, T7. Ich habe das Gefühl, dass uns harte Zeiten bevorstehen. Freut mich, dass du für die Herausforderung bereit bist. So, was die Grundregeln betrifft, Meisterin Kiwix hat mich einfach machen lassen, was ich wollte, solange ich ihr nicht im Weg war. Tut dasselbe wie ich, dann gibt es keine Probleme. Das heißt, wir improvisieren. Prima. Zweite Frage. Was ist meine Aufgabe hier auf dem Schiff? Ich stehe nicht gern einfach so rum. Das macht mich ganz kribbelig. Das Schiff ist groß und es gibt jede Menge zu tun. Macht einfach das, was euch gerade nötig erscheint. Dann programmiere ich als erstes den Computer um, damit er mich Meisterin nennt. Wie wär's, wenn wir jetzt mal die Galaxis retten? General, ich bin jetzt auf Ort Mantell. Das trifft sich gut. Ich habe dort gerade alles mit meinem Bodenkontakt koordiniert. SED-Agent Otto hat die feindlichen Übertragungen zu einem bestimmten Ort auf dem Planeten zurückverfolgt. Er wird euch alles erklären. Ihr könnt eure T7-Einheit an Darth Angras Hyperraum-Datenempfänger anschließen und seine Kommunikationen herunterladen. Nehmt den Droiden mit. Ich kann dann wieder die Jarik mit mir selber spielen, während ihr den ganzen Spaß habt. Das klingt gefährlich. Ich hätte lieber Kira dabei und nicht T7. Anders geht es leider nicht. Der Droide ist notwendig, damit die Mission gelingt. Das stimmt. Einen Hyperraum-Datenempfänger zu scannen, ist mir etwas zu hoch. Außerdem kann T7 schon auf sich aufpassen. Nehmt eine Fähre zur Oberfläche und trefft euch mit Agent Otto. Viel Erfolg. Vasata, Ende. Ich habe ja schon viele runtergekommene Raumhäfen gesehen, aber der hier ist der schäbigste von allen. Ist wohl doch ganz gut, dass ich hier bleibe. Ich passe auf, dass keiner unsere Schubdüsen klaut. Erkundet den Raumhafen, während wir weg sind. Wenn er wirklich so übel ist, könnte Darth Angral hier vertreten sein. Das würde mich nicht überraschen. Ich werde mal ein bisschen stöbern gehen. Viel Spaß da unten. Agent Otto, republikanische SED. Willkommen auf Ort Mantell. Hoffentlich habt ihr was für Kriegsgebiete übrig, Jedi. Der ganze Planet ist eins. Was ist hier eigentlich los? Um es kurz zu machen, hier herrscht ein Bürgerkrieg zwischen republikanischen Loyalisten und einer Separatistenbewegung, die für Ort Mantells Unabhängigkeit kämpft. Das ist zumindest die offizielle Variante. Inoffiziell werden die Separatisten vom Imperium unterstützt. Klingt, als würden sich die Dinge in eine finstere Richtung entwickeln.
Wir kämpfen im Moment nur nicht gegen das Imperium, weil es lieber Separatisten vorschickt als die eigenen Truppen. General Vasatra wollte, dass ich einen Suchdroiden zu den Koordinaten des Hyperraumdatenempfängers schicke. Zwei Dinge habe ich so erfahren. Erstens, er ist auf einer Insel. Und zweitens, die mögen dort keine Besucher. Mein Suchdroide wurde atomisiert. Passt auf, dass euch das nicht auch passiert. Das ist wirklich nicht viel, Agent. Tut mir leid, aber das war mein letzter Suchdroide. Wenn ihr den Hyperraum-Datenempfänger findet, schließt ihn an eure T7-Einheit an und ladet alles aus den Logbüchern zurück. Mit etwas Glück erfahren wir so, was Darth Angral vorhat. Wir sehen uns. Markovic. Rang Lieutenant. Mehr erfahrt ihr nicht von mir, Jedi Abschaum. Ich bin sowieso nicht euretwegen hier. Hey, was macht dieser Droide da? Verschwinde! Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ihr werdet nicht lange genug leben, um jemandem davon zu erzählen. Ich wollte ihn nicht töten. Er hätte sich ergeben sollen. Schon zurück? Das ging schnell. T7 hat einige von Angrals Kommunikationslogbüchern heruntergeladen, aber der Rest war zerstört. Ein paar Informationen sind besser als gar keine. Wenigstens hat das Imperium jetzt ein Schlupfloch weniger. Ich werde ein Team zusammenstellen und versuchen, die Insel für uns zu gewinnen. Ihr solltet General Vasatra Bericht erstatten. Wir sehen uns. Also war euer Meister die ganze Zeit hier. Gut gemacht, Padawan. Eure Lügen haben selbst Darth Angral überzeugt. Legt euer Lichtschwert ab und entfernt euch von meinem Padawan. Verschont mich mit euren lächerlichen Befehlen. Ich habe hier das Sagen, nicht ihr. Der imperiale Geheimdienst hat bemerkt, wie dieses Mädchen auf der Station herumschlich und meinen Meister alarmiert. Darth Angral hat 20 Parsecs zurückgelegt, um sie persönlich zu verhören. Leider wurde uns weisgemacht, ihr wärt nicht hier. Hab diesen Trotteln erzählt, ihr wärt auf Corellia. Sei es drum, jetzt haben wir euch. Ergebt euch oder euer Padawan stirbt. Er lügt, er kann mich nicht töten. Angrals Befehle. Lasst meinen Padawan frei, das ist euer einziger Ausweg. Ich werde nie verstehen, warum ihr Jedi immer so leichtfertig euer Leben wegwerft. Ihr riskiert euer Leben, um dieses Mädchen zu retten. Warum? Ein irregeleitetes Pflichtgefühl? Ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Wie bedauerlich. So hättet ihr ein paar Sekunden länger leben dürfen. Wenn ich Darth Angral euren Kopf bringe, wird er sich überaus erkenntlich zeigen. Versteht das nicht falsch.
Aber ich war noch nie so glücklich, euch zu sehen. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Aber ich muss wissen, worum es hier ging. Da gibt es nicht viel zu sagen. Ich war gerade dabei, Schmuggler bei einem Drogengeschäft zu beobachten, als die Sith mich schnappten. Angral wollte von mir alles über euch wissen. Er hat gedroht, mich umzubringen, wenn ich seine Fragen nicht beantworte. Es tut mir leid, wenn er euch wehgetan hat. Entschuldigt euch nicht. Ich wusste, worauf ich mich einlasse, als wir Coruscant verließen. Angral ist mit einem imperialen Admiral an Bord eines Schlachtkreuzers gegangen. Klingt, als hätten sie eine neue Waffe. Verwüster? Wir sollten sofort den General warnen. Sieht so aus, als hätte Tarnis eure gesamten Waffenprojekte kombiniert und daraus etwas mit dem Decknamen Verwüster gebastelt. Anscheinend rüstet Angral jetzt seinen Schlachtkreuzer damit aus. Dann ist es kein Zufall, dass der Kontakt zu Agent Galen abgebrochen ist. Der Feind räumt unsere Waffenforschungsanlagen aus, um diesen Apparat zu bauen. Was ist mit Meister Orgus und Meisterin Kiwix? Haben die sich zurückgemeldet? Die haben ihre Comms ausgeschaltet, als sie Coruscant verließen. Wir müssten bald von ihnen hören. Darth Angral darf diesen Verwüster nicht fertigstellen, was immer das auch ist. Ihr müsst mir helfen, das zu verhindern. Es ist äußerst wichtig, Nar Shaddaa zu sichern. Aber auf Taris gibt es ein ebenso kritisches Ziel. Was denn? Habt ihr auf Taris etwa noch eine Superwaffe, die ihr bisher nicht erwähnen wolltet? Ich sage lieber nichts mehr, bis ihr da seid. Was verbergt ihr denn noch alles, General? Ich bin nicht derjenige, der etwas verbirgt. Später werdet ihr alles verstehen. Es gibt hier zu viele Sicherheitslücken. Ich kann nicht riskieren, dass dem Feind etwas bekannt wird. Meldet euch bei mir, wenn ihr Taris oder Nar Shaddaa erreicht. Und viel Glück! Hast du mir etwas zu sagen? Wie alt bist du eigentlich? Langsam beginne ich zu begreifen, was dich so nützlich macht, T7. Es ist immer schmerzhaft, wenn man jemanden verliert. Weißt du denn, wo er sich aufhält? General, ich bin auf Taris. Nach den Ereignissen auf Ort Mantell schient ihr mir besorgt um diesen Ort. Welches große Geheimnis verschweigt ihr? Ich entschuldige mich für meine Verschwiegenheit, aber sie hat mit einer Person zu tun, die das Imperium nur zu gerne in die Finger bekäme. Angrals Sohn, Tarnis, war der leitende Wissenschaftler unserer modernen Waffenforschungsprojekte. Doch all die Technologien wurden von Dr. Nazan Godera erfunden. Dr. Godera ist ein Genie. Er berechnet im Kopf Zielalgorithmen. Nur zum Spaß. Wenn er so besonders ist, warum hatte dann Tarnis das Sagen und nicht er? Dr. Godera hasst das Imperium. Er hasst es so sehr, dass er aus Protest alles hinwarf, nachdem die Republik den Vertrag von Coruscant unterzeichnet hatte. Er tauchte völlig unter. Wir fanden kürzlich heraus, dass er sich auf Taris versteckt. Doch wegen der Sümpfe, der räuberischen Kreaturen und der Stadtruinen können wir ihn nicht finden. Was wollte er mit seinem Untertauchen erreichen? Das möchte ich ihn selbst nur zu gern fragen. Die Republik kolonisiert Taris neu.
Vor kurzem haben wir Beweise dafür gefunden, dass sich unser vermisster Doktor seit Jahren dort aufhält. Unsere Aufklärung hat einen von Goderas Außenposten im Sumpf entdeckt, vollständig automatisiert. Darin befinden sich nur Droiden und die kooperieren nicht. Woher wisst ihr, dass dieser Außenposten nicht jemand anderem gehört? Die Droiden verlangten Goderas Passwörter von uns. Sie arbeiten für ihn. Einige meiner Leute haben Taris nach weiteren Außenposten durchsucht. Die Überlebenden kamen mit leeren Händen zurück. Nach dem, was ihr auf Ort Mantell erfahren habt, brauchen wir das Fachwissen dieses Mannes. Mit euch haben wir die besten Chancen, Dr. Godera zu finden. Ich hoffe, dass ich das nicht allein bewerkstelligen muss. Ich habe nicht viele Truppen auf Taris, aber alles, was dort ist, steht zu eurer Verfügung. Ich habe ein kleines Team zur Überwachung des Außenpostens dort gelassen. Sie werden euch bei der Suche helfen. Ich übertrage die Außenpostenkoordinaten. Viel Glück. Vasatra Ende. Genug des Blutvergießens. Lasst uns professionell bleiben. Ich bin Wächter 1 vom Imperialen Geheimdienst. Diese Männer, gegen die ihr gekämpft habt, haben mir gedient. Eure Agenten haben Bürger der Republik abgeschlachtet. Das ist ein kriegerischer Akt. Ganz im Gegenteil. Es war Selbstschutz. Im Gegensatz zu dem, was General Vasatra glaubt, weiß ich schon seit einiger Zeit von diesem Außenposten. Eure bevorstehende Ankunft zwang mich zu sofortigen Maßnahmen. Mein Auftrag ist es, das Imperium vor Dr. Goderas Waffen zu schützen. Ich fürchte, ich kann ihn euch nicht überlassen. Beleidigt nicht meine Intelligenz. Das Imperium will nur die Republik zerstören. Glaubt, was ihr wollt. Der imperiale Geheimdienst bewertet bevorstehende Gefahren stets äußerst präzise. Ich wusste, dass ihr kommen würdet. Ich habe zur Vorbereitung eure Stärken und Schwächen analysiert. Ihr habt den gefallenen Jedi Bengal Mor niedergestreckt, um zum Ritter zu werden. Ihr seid wahrlich ein Vorbild für euren Orden. Entweder kann dieser Kerl Gedanken lesen, oder er hat Spione auf Tython. Er will uns auf den Zahn fühlen, uns Angst einjagen. Euer mentaler Zustand ist für die derzeitige Situation nicht von Bedeutung. Wie es der Zufall will, wird Dr. Godera schon bald in meiner Gewalt sein. Ihr habt bereits versagt. Die Macht ist mit mir. Ich werde Dr. Godera finden, genau wie euch. Wie ich sehe, ist meine Verstärkung endlich in Position. Eliminiert ihn. Verdammte Imperiale, selbst der Tod ist zu gut für Sie. Danke, dass Sie diese Einrichtung befreit haben. Geschieht dem imperialen Abschaum recht. Das waren lebendige Kreaturen. Ihr Tod bereitet mir keine besondere Freude. Die Imperialen haben bekommen, was sie verdient haben. Ich werde Ihnen keinen Tropfen Schmieröl nachweinen. Meine Bezeichnung lautet Remo. Dr. Godera hat mich dieser Einrichtung zugeteilt. Primärfunktion: Feindüberwachung. Die Einrichtung wurde gefährdet, als republikanische Feiglinge auf Taris ankamen und jetzt von diesem imperialen Abschaum. Warum sagst du republikanische Feiglinge? Diese Leute sind gestorben, als sie dich verteidigen wollten. Die republikanischen Feiglinge haben sich dem Imperium vor vielen Jahren ergeben. Ihr Tod ändert nichts an dieser Tatsache. Meine Programmierung verbietet mir jegliche Kooperation mit Nicht-Godera-Lebensformen, außer unter extremen Bedingungen. Dieses Kriterium ist nun erfüllt. Wächter 1 hat die Peilsignale dieser Einrichtung umprogrammiert. Er hat Dr. Goderas verschlüsselten Bioscan zu dessen aktueller Position verfolgt. Wenn das bei Wächter 1 funktioniert hat, wird es auch bei uns funktionieren. Der imperiale Abschaum hat den Zentralcomputer zerstört, um das zu verhindern. Ich muss ihn reparieren, während Sie die Peilsender außerhalb der Einrichtung zurücksetzen. Ich gebe Ihnen die Koordinaten der Peilsender.
Aber Vorsicht, draußen ist es gefährlich. Du reparierst den Computer und ich setze die Peilsender zurück. Jedi fallen laut Dr. Godera nicht unter die Rubrik republikanische Feiglinge. Jetzt weiß ich warum. Beginne Reparaturarbeiten an dem Computer. Kontaktieren Sie mich, wenn alle Sender neu gestartet wurden. Dann können wir Dr. Goderas Aufenthaltsort triangulieren. Falls Sie auf imperialen Abschaum treffen, vernichten Sie ihn bitte. Wie Sie mit republikanischen Feiglingen umgehen, überlasse ich Ihnen. Viel Glück, Jedi. Ich habe alle Peilsender zurückgesetzt. Funktioniert der Zentralcomputer wieder? Bestätigt. Beginne mit der Triangulation von Dr. Goderas Koordinaten. Diese Einrichtung hat ihre Nützlichkeit eingebüßt und meine Programmierung sieht keinen weiteren Befehl vor. Ich bin nicht sicher, wie ich vorgehen soll. Republikanischen Feiglingen zu dienen ist inakzeptabel. Doch ich bin unbewaffnet und kann keinen imperialen Abschaum bekämpfen. Vorschläge? Dr. Godera braucht jede Hilfe, die er bekommen kann. Du solltest mitkommen. Ausgezeichneter Vorschlag. Vielleicht erhalte ich von meinem Erbauer neue Missionsparameter. Triangulation vollständig. Übermittle Ihnen jetzt die Koordinaten. Ich komme mit, aber warten Sie nicht auf mich. Mein Erbauer braucht Sie, Jedi. Junki Salamanatupa! Woher kennt ihr Dr. Godera? Versteckt euch und beschützt euren Freund. Gebt auf, Jedi. Ich fürchte, dass wir in diesem Kampf beide verlieren. Dr. Godera wollte sich unter keinen Umständen gefangen nehmen lassen. Er hat sich das Leben genommen. Ein tragischer Verlust. Ihr habt ihn in Bedrängnis gebracht. Was habt ihr denn erwartet? Ich versicherte ihm, dass ihm kein Leid geschehen würde, doch sein Hass auf das Imperium war sehr unvernünftig. Wir sind bereit dazu, Taris ohne weitere Gewalt zu verlassen. Ein Waffenstillstand werdet ihr annehmen? Ihr habt Verbrechen gegen die Republik begangen. Ich nehme euch fest. Ihr wisst, dass ich das nicht zulassen kann. Seid vernünftig. Im Gegensatz zu den Männern im Außenposten sind wir dazu ausgebildet, gegen Jedi zu kämpfen. Unterschätzt uns nicht. Warten Sie, Jedi. Dieser imperiale Abschaum lügt Sie an. Mein Erbauer ist nicht tot. Ich komme erst jetzt, weil ich eine zweite Triangulation über den Bioscan meines Erbauers durchgeführt habe. Ich dachte, wir hätten diese lästige Maschine zerstört. Nun werdet ihr beide sterben. Kritischer Schaden. Schaltkreise versagen. Ich übertrage Ihnen jetzt die neuen Koordinaten meines Erbauers. Retten Sie ihn. Lassen Sie meine Funktionen nicht umsonst den Geist aufgeben. Dein Hauptprozessor und deine Speichersysteme sind intakt. Wenn es einen Weg gibt, dich zu reparieren, finde ich ihn. Imperialer Abschaum. Töten Sie sie alle. Nicht gerade meine beste Leistung, aber doch zweckdienlich. Habt keine Angst. Dr. Godera ist unverletzt.
Er hat ganz ohne Schmerzen das Bewusstsein verloren und ist jetzt in Sicherheit. Dieser Trick funktioniert nur einmal. Beim nächsten Mal werde ich vorbereitet sein. Es muss kein nächstes Mal geben. Wir könnten diese Jagd ewig fortsetzen, doch das wäre Vergeudung von Ressourcen. Ich schlage einen Kompromiss vor. Gebt mir Zeit, Dr. Godera ein Wahrheitsserum zu verabreichen. Wenn er seine Geheimnisse offenbart hat, gehört er euch und wir haben beide, was wir wollen. Ihr habt mich bereits zweimal getäuscht. Es wäre dumm von mir, euch noch eine Chance zu geben. Meine Täuschungen haben nicht zum erwünschten Ergebnis geführt. Jetzt sage ich die Wahrheit. Ich werde Zeit für Dr. Goderas Verhör gewinnen, indem ich euch etwas von großem persönlichen Interesse anbiete. Eine Sith-Attentäterin ist auf Paris und bereitet ein Massaker an einer kleinen republikanischen Siedlung vor. Ich kann euch sagen, wo. Warum erhalte ich diese Information so einfach? Die Informationen, die Dr. Godera besitzt, sind mehr wert als Terror an wehrlose Kolonisten. Ich weiß, dass ihr keine unschuldigen Leben aufs Spiel setzen werdet. Das liegt nicht in eurer Natur. Wir müssen diesen Leuten helfen. Rettet eure Siedlung. Wenn ihr das geschafft habt, kommt hierher, dann könnt ihr Dr. Godera unversehrt in Empfang nehmen. Ihr habt mein Wort. Wer mich verrät, wird es bereuen. Die republikanischen Kolonisten haben eine Notunterkunft bei einigen Ruinen errichtet. Ich übermittle die Koordinaten. Die Sith-Attentäterin ist als Bestienmeisterin bekannt. Sie wird wahrscheinlich nicht allein sein. Ich rate zur Vorsicht. Viel Glück, Jedi. Willkommen, Jedi-Meister. Was verschafft unserer bescheidenen Siedlung diese Ehre? Braucht ihr etwas zu essen oder zu trinken? Ihr sollt alles haben, was ihr braucht. Lauft um euer Leben. Los! Bitte, ihr macht den Leuten Angst. Ich verstehe nicht. Habt ihr nicht gehört? Bewegt euch! Vertraut uns. Ihr seid hier nicht sicher. Die Untertreibung des Jahrtausends. Ich werde so viele Leute sammeln, wie ich kann, aber dafür brauche ich Zeit. Zu spät. Die Zeit ist um. Taris gehört dem Sith-Imperium. Jetzt und für immer. Dieses Wissen ist bedauerlich lückenhaft. Bevor ihr sterbt, stillt meine Neugier. Meine Mission war geheim. Wie habt ihr davon erfahren? Ich bin nicht hier, um euch einen Gefallen zu tun. Doch, das werdet ihr. So oder so. Ich werde Darth Angral von diesem Sicherheitsverstoß berichten. Aber eins nach dem anderen. Meine Tiere sind bereit zum Spielen. Ihr auch? Bislang konnte mich noch keine Kreatur aufhalten. Ihr solltet euch geehrt fühlen, dass ihr durch meine Hand sterben dürft. Bestien, wenn ihr nicht gewesen wärt, hätten die uns in Stücke gerissen. Unsere Siedlung ist noch neu. Wir haben jede Menge Vorräte. Nehmt euch, was ihr braucht. Eure Sicherheit ist mir Belohnung genug. Als ich noch ein Kind war, haben mir meine Eltern Geschichten über die Jedi erzählt. Jetzt weiß ich, dass sie wahr sind. Gut, dass wir das geschafft haben. Aber jetzt müssen wir Wächter 1 noch sein selbstgefälliges Grinsen austreiben. Sollen wir? Lord Angral, ich bin mit dem Verhör fertig. Ich übertrage euch jetzt meinen Bericht. Eure Effizienz spricht für euch.
Bringt Dr. Godera nach Drum und Kaas. Ich habe noch Pläne mit ihm. Ihr habt nie erwähnt, dass ihr für Angral arbeitet. Was soll das? Sagt es mir, Wächter. Ich habe zum Wohle der Mission ein Abkommen mit dem Jedi getroffen. Er ist wegen des Doktors hier. Ein Abkommen? Mit dem Jedi-Gewürm, das meinen Sohn getötet hat? Vielleicht sollte ich dankbar sein. Ihr habt mir die Mühe erspart, euch zu suchen. Belästigt mich nicht mit euren Lakaien. Wenn ihr wollt, dass das ein Ende hat, dann tretet mir persönlich gegenüber. Wächter, bringt mir diesen Abschaum lebendig. Ich werde ihn selbst töten. Mein Lord, bei allem Respekt bin ich aus Gründen der Ehre dazu verpflichtet, unsere Abmachung einzuhalten. Spielt keine Spiele mit mir. Ich will diesen Jedi. Also gut, Lord Angral. Ich entschuldige mich dafür, dass ich unsere Abmachung nicht einhalten kann, aber ich habe meine Befehle, ihr müsst verstehen. Ich schlage vor, ihr gebt auf. Trotz eures Ranges seid ihr nur ein Sklave der Sith. Ein guter Diener zu sein, macht einen noch nicht zu einem Sklaven. Ein Jedi sollte das verstehen. Dieses Ende hätte ich nicht gewählt. Darth Angral unterschätzt euch erneut. 20 Jahre lang habe ich es geschafft, kein Opfer des Wahns eines Sith zu werden. Doch Befehl ist Befehl. Ich wünschte, es wäre besser ausgegangen. Ich habe dem Imperium gedient, so gut ich konnte. Ich bereue nichts. Dennoch, hier habt ihr gewonnen. Wie soll es jetzt weitergehen? Ich übergebe euch der republikanischen Armee. Ihr werdet ein Kriegsgefangener sein. Meine Treue verbietet das. Doch ihr wart ein würdiger Gegner. Ich werde euch nicht darum bitten, eure Ehre zu beschmutzen, indem ihr mich tötet. Lebt wohl, Jedi. Dr. Godera, geht es euch gut? Ich bin Jedi-Ritter und wurde von General Varsatra geschickt, um euch zu retten. Varsatra? Der alte Mann gibt wohl niemals auf, wie? Die Imperialen haben ja ein Klasse 4 Wahrheitsserum injiziert. Ich erinnere mich nicht an das Verhör, aber ich fürchte, dass sie viel erfahren haben. Ich vermute, dass ihr mich zurück nach Coruscant bringen wollt. Wisst ihr, ich hatte einen Grund, von dort wegzugehen. Den würde ich gerne hören. Die Republik hat sich ihr eigenes Grab geschaufelt, als wir diesen verdammten Vertrag unterschrieben. Das Sith-Imperium wollte nur eine strategische Unterbrechung des Kampfes. Zeit, um die Kräfte für den finalen Schlag zu sammeln. Der Senat ignorierte meine Darstellungen. Ich weigere mich, einer solch unglaublichen Ignoranz zu dienen. Eine Regierung, die auf freier Meinung begründet ist, macht auch Fehler. Aber sie kann sie wieder gut machen. Hoffentlich wurden die Narren abgewählt, die an der Macht waren, als ich ging. Wenn der Vernichtungskrieg nicht schon begonnen hat, steht er kurz bevor. Ich bin bereit, mich allem zu stellen, was kommen wird. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich zurückkehre, um den Krieg zu beenden und das Imperium für immer auszuschalten. Ich sagte es doch, Agent. Dieser Jedi scheitert nie. Mein Trupp sollte euch unterstützen. Wir entdeckten den zerstörten Außenposten und gingen vom Schlimmsten aus. Könnt ihr uns sagen, was geschehen ist? Unbestätigten Berichten zufolge befindet sich der imperiale Spionagemeister Wächter 1 auf Taris. Der Spionagemeister arbeitete für Darth Angral. Ich habe mich um Wächter 1 gekümmert, doch das Imperium weiß zu viel über uns. Das Spionagenetzwerk des Imperiums wird durch den Verlust von Wächter 1 leiden. So gewinnen wir Zeit. Dr. Godera, ihr seht den Umständen entsprechend gut aus. Seid ihr bereit, nach Hause zu kommen? Das kommt ganz darauf an. Seid ihr bereit, zu tun, was richtig ist? Das war ich immer. Und jetzt ist unsere Zeit endlich gekommen. Agent, bringt Dr. Godera sofort nach Coruscant. Wir werden seine Fähigkeiten brauchen. Nehmt von eurem Schiff aus mit mir Kontakt auf.
Wassertalende. Jetzt heißt es wohl Abschied nehmen. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich stehe in eurer Schuld. Ohne euren Droiden hätte ich euch niemals gefunden. Das Imperium hat ihn zerstört, doch ich konnte den Speicherkern retten. Ah, Remo, einer meiner Besten. Danke, dass ihr seine Teile gerettet habt. Ja, ich freue mich schon darauf, ihn wieder zusammenzubauen. Er ist wirklich sehr anstrengend. Vielleicht könnt ihr das auch noch ausbessern. Aber nicht ohne eine Speicherlöschung. Das würde ich einem so treuen Droiden niemals antun. Die Arbeit an Remo macht den Flug nach Coruscant sicher erträglicher. Dann auf Wiedersehen. Ich bin sicher, dass wir uns noch begegnen werden. General, Dr. Godera ist auf dem Weg zu euch. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was das Imperium mit ihm angestellt hätte, wenn ihr nicht eingeschritten wärt. Ich habe auch gehört, dass ihr eine Siedlung der Republik vor einem Sith-Attentäter bewahrt habt. Diese Kolonisten hatten Glück, dass ihr in der Nähe wart. Was hat euch überhaupt dorthin geführt? Der imperiale Spionagemeister hat mir verraten, was der Sith vorhatte. Die Feinde sind sich uneins? Wie interessant. Hoffentlich passiert das jetzt öfter. Eure Arbeit hier ist getan, aber damit ist es noch nicht vorbei. Das Böse hat keine Chance, solange wir zwei da sind. Wer ist Shafu? Ich hoffe, er ist für sehr, sehr lange Zeit ins Gefängnis gegangen. Hat Meister Sallo ihm gedroht oder seinen Geist mit der Macht beeinflusst? Bist du sicher, dass Shafu nichts mit Meister Sallos Tod zu tun hatte? General, ich bin auf Nar Shaddaa eingetroffen. Immer noch keine Rückmeldung von Agent Galen? Negativ. Nach Taris und Ort Mantell befürchte ich das Schlimmste. Ich muss euch warnen, das Projekt dort ist... Ich hätte es schon längst einstellen sollen. Gespräche wie dieses nehmen nie ein gutes Ende. Nach dem Sieg des Imperiums auf Coruscant waren die Leute verängstigt. Wir wirkten schwach und hilflos. Der Senat genehmigte die Forschung in einem Bereich, den wir nie hätten anrühren sollen. Den Einsatz von Technologie, um gewöhnliche Menschen in tödliche Waffen zu verwandeln. Das Superwachenprogramm erschuf den ultimativen Soldaten. Stark genug, um es mit einem Sith im Zweikampf aufzunehmen. Die Sith haben die Macht auf ihrer Seite. Kein gewöhnlicher Soldat kann sich damit messen. Wir sind näher dran, als ihr vermutet. Auf Nar Shaddaa stehen uns die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Kybernetik, Kampfaufputschmittel, Rüstung und Waffen zur Verfügung. Alles, was wir zur Erschaffung der Superwachen brauchen. Außerdem können wir uns hier der Regierungskontrolle entziehen. Wir befinden uns im Huttenraum. Ein neutraler Raum, in dem Gesetze faktisch nicht existieren. Das verstößt gegen sämtliche Prinzipien der Republik. Ich wollte uns von der Korruption fernhalten und dachte wirklich, dass es mir auch gelingen würde. Ich habe einem einzigen Agenten die Verantwortung über das Superwachenprojekt anvertraut.
Ich gab ihm uneingeschränkte Befugnis und ausreichend Credits zur Finanzierung des Programms. Die Forschungsanlage operiert absolut verdeckt. Nicht einmal ich weiß, wo sie sich befindet. Darth Angrals Männer auf Coruscant sagten, dass all unsere Forschungsanlagen kompromittiert wären. Der Name sowie die Kontaktdaten unseres Agenten befanden sich in der Datei, die auf Coruscant gestohlen wurde. Unser Agent ist verschwunden und Agent Galen ist auf der Suche nach ihm verschollen. Ich kann nur vermuten, dass sie entweder tot sind oder gefangen gehalten werden. Wie soll ich diese Anlage ohne jegliche Spur finden? Ihr bekommt Unterstützung. Ihr müsst euch mit dem Büro des Strategischen Informationsdienstes auf Nar Shaddaa absprechen. Der Leiter des Büros ist Chief Rikan. Das SED-Hauptquartier ist auf der Promenade versteckt. Ihr geht in ein Geschäft und benutzt dort den geheimen Turbolift, um euch mit Rikan zu treffen. Wie wollt ihr garantieren, dass das Hauptquartier sicher ist, jetzt da Agent Galen vermisst wird? Die Promenade ist eine Sicherheitszone unter ständiger Bewachung. Die Hutten dulden dort keine Gewalt. Ich übertrage euch die Koordinaten des Treffpunkts und den Sicherheitscode für den Turbolift. Viel Glück! Vasatra Ende. Das ist schon der zweite Feldagent, der sich nicht mehr meldet. Unser Netzwerk wird angegriffen. Das wissen wir nicht. Wir wissen, dass Agent Galen gefangen genommen wurde. Er verrät dem Feind unsere Schwachstellen. Ruft Alarmstufe Omega für alle Feldagenten aus, wenn ihr euch dann besser fühlt. Mal sehen, wie viele sich melden. Der Jedi, der Wächter 1 ausgeschaltet hat. Ich bin froh, euch hier zu sehen. Ich bin Chief Rikan. Ich wünschte, ich hätte bessere Neuigkeiten. Wir tappen derzeit völlig im Dunkeln. Es klingt so, als seien eure Agenten in Gefahr. Mein Untergebener sieht Gespenster. Das bringt unser Beruf wohl mit sich. Ich sage euch, was ich weiß. Agent Galen kam her, um eine streng geheime Operation zu sichern. Etwas, das selbst vor uns geheim gehalten wurde. Galen verschwand im Nikto-Sektor auf der Suche nach einem Kontakt. Wenigstens hinterließ er eine Spur, der wir folgen können. Was wisst ihr über die Person, die Galen treffen wollte? Laut dem General war es der Agent, der für sein Projekt verantwortlich war. Mehr weiß ich leider auch nicht. Galen hinterließ verschlüsselte Fortschrittsberichte in SID-Geheimfächern im gesamten Nikto-Sektor. Das Gebiet ist jedoch zu gefährlich geworden. Ich musste meine Agenten dort abziehen. Wenn ihr die Berichte wollt, müsst ihr allein dorthin. Na, ein Glück. Ich hatte schon befürchtet, dass es zu einfach würde. Ich habe Alarmstufe Omega ausgerufen. Nur die Hälfte unserer Feldagenten hat geantwortet. Ich sag's euch, wir wurden verraten. Wir müssen das Hauptquartier verlegen, bevor es zu spät ist. Darth Angral hat den SID offensichtlich ins Visier genommen. Wir müssen hier raus. Wir löschen alle Daten und verlassen Nar Shaddaa. Eine Evakuierung des Gebäudes kommt überhaupt nicht in Frage. Hier drin sind wir sicher. Und wir haben eine Mission zu erfüllen. Ich habe die Positionen von Agent Galens Geheimfächern markiert. Ladet seine Berichte auf euren Holo herunter und kontaktiert mich. Ich werde sie entschlüsseln. Besorgen wir uns ein paar Antworten. Viel Glück. Chief Rikan, ich habe sämtliche verschlüsselte Nachrichten von Agent Galen heruntergeladen. Ich übertrage ein Entschlüsselungssignal auf euren Holo. Daten werden entschlüsselt. Daten und Orte, gewöhnliche Verfolgungsdaten und eine Prioritätsaufzeichnung. Die spiele ich jetzt ab. Ich habe unseren leitenden Agenten gefunden. Tot. Die Superwachendaten sind verschwunden.
Keine Hinweise auf den Ort der Hauptanlage. Aber es gab Hinweise auf ein Rekrutierungszentrum in der Nähe. Das Projekt nutzte Flüchtlinge als Testsubjekte. Das Rekrutierungszentrum ist meine beste Spur zur Hauptanlage. Ich werde es aufsuchen. Ich hinterlasse die Koordinaten des Zentrums für den Fall, dass etwas passiert. Galenende. Ganz schön mutig, allein da reinzugehen. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dass der Feind unser Waffenprojekt gestohlen hat oder dass wir mit Flüchtlingen experimentiert haben. Ich bin schockiert, dass General Vasatra illegale Tests zugelassen hat. Bei der ganzen Geheimhaltung wusste er vielleicht nichts davon. Agent Galen oder wer auch immer ihn gefangen hält, hält den Schlüssel zur Bergung des Superwachenprojekts. Die Spur führt direkt zum Rekrutierungszentrum. Ihr müsst dort eindringen und herausfinden, was vorgefallen ist. Viel Glück. Rikan Ende. Alles ist gut. Ich bin hier, um zu helfen. Chief Rikan, das Rekrutierungszentrum war voller Imperialer. Keine Spur von Agent Galen, aber ich konnte einige Flüchtlinge befreien. Keine Flüchtlinge. Helden. Diese Leute haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um einen Sieg über das Imperium zu ermöglichen. Ich heiße Velner Rock. Ich habe seit Beginn des Projekts Freiwillige für das Superwachenprogramm rekrutiert. Diese Leute haben sich freiwillig als Testsubjekte gemeldet? Das Imperium hat ihre Heimatwelten gestohlen. Sie warten nur auf eine Chance zur Vergeltung. Über die Jahre haben sich Hunderte von Freiwilligen für die Superwachen-Experimente gemeldet. Sie alle sind Helden. Was genau ist hier passiert? Ich habe gerade frische Rekruten organisiert, als die Imperialen plötzlich einfielen. Sie haben uns zusammengetrieben. Und eingesperrt. Ich weiß nicht, wie das Imperium uns gefunden hat, aber sie kontrollieren jetzt das gesamte Projekt. Verratet mir, wo die Superwachen-Experimente durchgeführt werden. Ich habe das Hauptlabor nie gesehen, aber es liegt irgendwo im Rotlichtsektor. Die Imperialen schicken Leute für Tests dorthin. Das ist eines der am dichtesten besiedelten Gebiete auf ganz Nashadar. Wir werden das Labor niemals finden. Ich habe gehört, dass es das einzige Gebäude mit eigenem Energiereaktor ist. Hilft das? Absolut. Kontaktiert mich, wenn ihr im Rotlichtsektor eintrefft. Ich habe einen Plan. Rikan Ende. Ich bringe diese Freiwilligen in Sicherheit. Ich hoffe, ihr tötet jeden einzelnen dieser Imperialen. Ich bin im Rotlichtsektor. Habt ihr einen Plan, um das Hauptlabor ausfindig zu machen? Wenn die Superwachenanlage einen eigenen Reaktor hat, dann ist sie immun gegen Fluktuationen im Energienetz. Meine Leute beobachten die Energiedaten des Sektors. Ihr müsst nur für ein paar Fluktuationen sorgen. Es sollte genügen, wenn ihr die richtigen Energieleitungen mit dem Lichtschwert überladet. Wenn ich die Energieversorgung eines ganzen Stadtbezirks störe, könnten Unschuldige verletzt werden. Vertraut mir, dort ist wirklich niemand unschuldig. Außerdem sind die Fluktuationen nur vorübergehend und harmlos. Übertrage die Koordinaten der Hauptenergieleitung. Überladet sie alle und wir finden die Position des superwachen Hauptlabors. Und seid auf der Hut. Der Rotlichtsektor wird zivilisiert, aber er ist es nicht. Rikan Ende. Ein Gebäude im Sektor wurde weiterhin konstant mit Energie versorgt, als ihr die Energieleitungen gestört habt.
Das muss das Hauptlabor sein. Ich übertrage die Koordinaten. Wir haben keine Ahnung, was euch, abgesehen von Agent Galen und den Testsubjekten dort drin, erwartet. Wie wollt ihr vorgehen? Ein Jedi ist immer bereit, ganz gleich, welche Überraschungen der Feind auf Lager hat. Mit etwas Glück erwischt ihr den Feind unvorbereitet. Euch erwartet ein heftiger Kampf. Auf in den Tod. Kontaktiert mich, wenn es vollbracht ist. Rikan Ende. Wir haben euch erwartet, Jedi. Darth Angral erzählte mir, dass ihr Wächter 1 und Inquisitor Faraf besiegt habt. Beeindruckend. Ach, deshalb seid ihr nicht hier. Ihr habt Angst, nicht wahr? Selbst mein Padawan verspottet euch. Was für eine Schande. Ihr habt gute Männer im Rekrutierungszentrum getötet. Loyale Soldaten. Die Besten. Sie ließen mir keine Wahl. Ich hätte sie lieber lebend gefangen genommen. Typisch Jedi. Einen Raum voller Männer töten und sich dann dafür entschuldigen. Ich habe Commander Grohl versprochen, dass er euch persönlich aushalten darf. Ich habe ihm ein paar Geschenke zur Hilfe dagelassen. Mark 1 Superwachen. Nicht so zerstörerisch wie meine neuesten Modelle, aber schnell zu fertigen und äußerst gefügig. Ihren nutzlosen Verstand zu löschen und sie mir zu unterwerfen, war ein Kinderspiel. Ihr habt einen Agenten der Republik gefangen genommen. Was habt ihr ihm angetan? Etwas Außergewöhnliches. Aber das werdet ihr nicht mehr miterleben. Tötet den Jedi, schneidet dem Padawan die Zunge heraus und bringt sie mir. Es ist mein Lichtschwert! Wir sind zu spät, Rikan. Darth Angrals Schüler hat das Labor verwüstet. Hier ist nichts mehr zu holen. Bei einem imperialen Offizier habe ich ein verschlüsseltes Datenpad gefunden. Es sieht wichtig aus. Vielleicht befinden sich darauf Informationen, wohin der Feind sich zurückgezogen hat. Bringt das Datenpad zurück zum Hauptquartier. Meine Hacker werden die Verschlüsselung knacken. Wir müssen schnell sein, um den Feind noch aufzuhalten. Beeilung! Ich habe ihn gewarnt. Ich habe Rikan gesagt, dass diese Basis verraten wurde. Der Chief ist tot. Alle sind tot. Was waren das für Dinger? So wie die, die ich im Hauptlabor bekämpft habe. Nur noch stärker. Ihr habt uns im Dunkeln tappen lassen. Die Superwacheneinrichtung verschwiegen. Uns nie von diesen Waffen erzählt. Wir sind hier geblieben und haben eure Mission unterstützt, obwohl wir längst hätten fliehen sollen. Diese Toten gehen auf euer Konto. Ich habe euch bezüglich der Evakuierung zugestimmt. Euer Vorgesetzter hat uns überstimmt. Er war inkompetent. Man hätte mir schon vor Monaten die Verantwortung übertragen sollen. Nach Rikans Tod habe ich nun das Kommando. Die Operation ist beendet. Agent Diaz, wir verschwinden. Tut mir leid, ihr seid auf euch allein gestellt. Chief Rikan hatte versprochen, diese imperialen Dateien zu entschlüsseln. Klärt das mit ihm. Seine Leiche liegt da hinten. Wartet einen Moment. Niemand sonst außer dem Jedi könnte diese Dinge aufhalten. Ich habe euch einen Befehl gegeben, Agent. Ich habe im Gefecht wohl mein Gehör verloren. Gebt mir das Datenpad. Ich gebe mein Bestes. Entschlüsselung abgeschlossen. Der Feind hat alles aus dem Superwachenlabor in eine Notfalleinrichtung gebracht. Ich kenne diese Koordinaten. Eine imperiale Fabrik auf der Industrieebene. Ohne eure Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Lasst diesen Abschaum für das zahlen, was sie uns angetan haben. Ihr habt eure Informationen. Der Rest liegt an euch. Tut mir leid, dass ich euch aufgehalten habe. Sucht euch ein sicheres Versteck, bis das alles vorbei ist. Sir, wir sollten General Varsatra informieren. Wir brauchen dringend Verstärkung. Ich habe die Rückzugsposition des Feindes markiert. Viel Glück da unten. Verschwinden wir hier, Agent Diaz.
hätte nicht herkommen sollen. Er wird mich dazu zwingen, euch weh zu tun. Er hat mich bereits dazu gezwungen, meine Kameraden im Stich zu lassen. Jetzt sind sie tot. Agent Galen, was ist euch zugestoßen? Dieser Schmerz, wenn ich mich widersetze, er gewinnt immer. Ich beende seine Kontrolle über euch. Versprochen. Zu spät. Er ist hier. Nichts ist ärgerlicher als ein Jedi, der nicht sterben will. Eure ständigen Störungen müssen ein Ende finden. Euer einstiger Verbündeter wird zu eurem Henker. Die Stärke des neuen Agent Galen wird nur noch durch seinen Gehorsam übertroffen. Er hätte mich angreifen können und hat es nicht getan. Sein Wille ist stärker als der eure. Ich habe ihn nur noch nicht ausreichend motiviert. Galen, vernichte meinen Feind. Nein, eher sterbe ich. Kontrollfaktor 6 initiiert. Neuralkontrolle hergestellt. Starte Eliminierungsprotokoll. Ziel Jedi. Ich habe euch gewarnt. Er gewinnt immer. Ist mit mir. Aufhören. Ich habe die Kontrolle wieder. Der Schaden, den ihr mir zugefügt habt, hat die Neuralkontrolle deaktiviert. Zumindest vorübergehend. Ich spüre schon, wie meine Systeme sich selbst reparieren. Verratet mir, wie ich euch von der Kontrolle durch den Sith befreien kann. Die Maschinen lassen sich nicht mehr entfernen, ohne mich dabei zu töten. Der Sith, Lord Sadich, hat die Kontrolle über die Mark III Superwachen der Republik übernommen. Kybernetisch verbesserte Soldaten mit fortschrittlichen Waffen. Sadich will noch hunderte davon bauen, alle unter seiner Kontrolle. Eine Armee zur Eroberung von Nar Shaddaa. Der Sith könnte Tausende oder gar Millionen dieser Superwachen bauen. Sadich baut seine Armee in der Schattenstadt, einem Sektor unter imperialer Kontrolle. Dort findet ihr die widerlichsten Typen auf ganz Nar Shaddaa. Und das will was heißen. Ich gebe euch die Koordinaten. Die Neuralkontrolle wurde reaktiviert. Ihr könnt nichts für mich tun. Tötet mich! Es muss einen Weg geben, euch zu befreien. Gebt mir Zeit, um Sadich zu besiegen. Mich befreien? Hiervon? Selbst ohne Sadich-Kontrolle würde ich nicht so weiterleben wollen. Haltet durch, Galen. Wir müssen Sadich gemeinsam bekämpfen. Wir sind die Einzigen, die ihn für seine Taten zur Rechenschaft ziehen können. Seid ihr dabei? Ich weiß nicht, wie lange ich mich seinen Befehlen widersetzen kann, aber ich werde es versuchen. Es ist besser, wenn wir nicht gemeinsam reisen, nur zur Sicherheit. Wir treffen uns in Sadichs Basis in der Schattenstadt. Beeilt euch, uns bleibt nicht viel Zeit. Ihr seid wirklich stark, dass ihr bis hierher gekommen seid, aber nicht stark genug. Ich bin jetzt mehr als nur ein Sith, viel mehr. Er ist groß, das muss ich ihm lassen. Bemerkenswerte Technologie, so vielseitig. Ich habe gerade 17 verschiedene Wege errechnet, um euer Leben zu beenden. Rechnet so viel ihr wollt, Sith. Die Macht ist mit mir. Die Macht? Mehr nicht? Zu schade, dass ihr nie verstehen werdet, wie sich wahre Stärke anfühlt. Vielleicht füge ich euch später doch meine Armee hinzu. Darth Angral würde es sicher gefallen. Nein, wir werden euch zuerst töten. Agent Galen, noch immer funktionstüchtig. Das ändere ich schnell. Kontrollfaktor 10 initiiert. Gehorch mir, oder ich zerreiße deinen Verstand. Ihr habt die Kontrolle, Galen, nicht er. Er hat keine Macht über euch. Ich habe alle Macht. Ich bin allmächtig.
Nicht mehr. Nie wieder. Ich helfe euch, Jedi. Bringen wir es zu Ende. Tut nicht so überrascht. Leuten zu folgen ist unser Job. Agent Diaz hat im Hauptquartier einen Peilsender an eurem Rücken angebracht. Reine Routinemaßnahme. Keine böse Absicht. Ich wollte früher hier eintreffen, aber es ist ganz schön kompliziert, ohne ein Lichtschwert in imperiales Gebiet vorzudringen. Wo kommen diese Truppen her? Das sind die Schwarzen Sterne, eine Spezialeinheit. General Vasatra hat einen Gefallen von General Garza eingefordert und sie hierher beordert. Wir vernichten diese Einrichtung und stellen sicher, dass hiervon nichts mehr verwertet werden kann. Gut. Ich bleibe hier und sterbe mit diesem Ort. Galen, ihr habt euch verändert. Ich bin gefährlich. Ich muss vernichtet werden. Im Inneren seid ihr noch derselbe Mann, der ihr immer wart. Ein Held. Der SID kümmert sich um seine Männer, Galen. Wir werden euch helfen. Bringt mich einfach hier raus. Lieutenant, bereitet den Mann zur Evakuierung vor. Ich habe die Superwachendateien gefunden und auch die Aufzeichnungen darüber, wie sie kontrolliert wurden. Eure Befehle? Diese Technologie ist zu grausam, darf nicht existieren. Löscht sämtliche Daten. Das sehe ich anders, aber ich bin froh, wenn es vorüber ist. Fahrt fort, Agent Diaz. Ihr solltet General Vasatra Bericht erstatten. Wir folgen euch in Kürze. Wir müssen nur noch die Brandsätze platzieren. Die Zusammenarbeit mit euch war höchst interessant. Viel Glück. Wir sind mit knapper Not an einer Katastrophe vorbeigeschlittert, General. Aber es hat uns viele gute Leute gekostet. Chief Rikan und seine Agenten. Das ist ein furchtbarer Verlust. Und Galen, naja, wenigstens lebt er noch. Ich habe gerade von Spezialagent Thunder gehört, dass sein Team am Sith-Stützpunkt alle Spuren des Vorfalls beseitigt hat. Danke, dass ihr die Superwachen-Dateien zerstört habt. Dieses Projekt zu genehmigen war der größte Fehler in meiner Laufbahn. Die Furcht darf niemals eure Ideale außer Kraft setzen. Wenn es nur so einfach wäre. Die Stellung der Republik auf Nar Shaddai ist ziemlich wackelig. Es ist wohl für alle am besten, wenn diese Operation geheim bleibt. Ich versiegele alle Unterlagen darüber, was hier passiert ist. Außer euch, mir und dem SID kennt niemand die ganze Geschichte. Wenn mich jemand anders hiernach fragt, werde ich nicht für euch lügen. Ihr sollt ja auch nicht lügen. Aber bitte übt ein wenig Diskretion. Ich weiß, dass ihr sicher erschöpft seid, aber der Feind hat noch nicht aufgegeben. Und auch wir müssen durchhalten. Es hat sich gerade ein großer taktischer Vorteil ergeben, aber ihr müsst rasch handeln. Admiral Hakrin, einer von Darth Angrals engsten Vertrauten, hat uns um Asyl gebeten. Er möchte zu uns überlaufen. Hakrin war bei Angral, als ich auf Ort Mantell verhört wurde. Sie schienen befreundet zu sein. Was hat sich seither geändert? Ich weiß nicht genau, aber der Admiral ist auf der Flucht. Es gibt unbestätigte Berichte, dass das Imperium ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt hat. Einer von Darth Angrals besten Leuten wird zum Verräter. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Genau, das sieht mir nach einer Falle aus. Hakrin wäre nicht der erste hochrangige Imperiale, der überwechselt. Bis wir eines Besseren belehrt werden, sollten wir annehmen, dass er es ernst meint. Kira scheint den Admiral auf Ord Mantell schwer beeindruckt zu haben. Er sagte, er würde sich nur ihr ergeben. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Es bleibt keine Zeit zum Verhandeln. Admiral Hakrin erwartet euch beide. Und sonst niemanden. Ich habe ihm gesagt, er soll in einer alten Asteroiden-Minenstation auf euch warten. Ich lade gerade die Koordinaten hoch. Wir bringen den Admiral schon in Sicherheit. Nehmt euch da draußen in Acht. Du
Das war doch dieser rhodianische Sklavenhändler, von dem du mir erzählt hast. Er hat sich geändert und für Meister Sallo gearbeitet. Spann mich nicht auf die Folter. Hat Shafu etwas herausgefunden, um Meister Salos Verdacht zu bestätigen? Einen verschlüsselten Bericht aus gelöschten Daten wiederherstellen? Ich fürchte nicht mal, du kannst das schaffen. Grüße. Ich bin Wallis. Schön, dass ihr so schnell kommen konntet. Bitte verzeiht die Täuschung. Admiral Hacklin ist noch immer Darth Angrals treuer Diener. Aber sein Name war für dieses Treffen einfach zu praktisch. Er ist ein Sith! Tötet ihn! Also wirklich? Behandelt man so seine Familie? Familie? Kira, kennt ihr diesen Mann? Hört nicht auf ihn! Er versucht euch zu verwirren! Uns! Euer Padawan hat euch getäuscht. Kira ist kein Jedi. Sie ist ein Kind des Imperators, so wie ich. Und es ist an der Zeit, dass sie in die Obhut ihres Vaters zurückkehrt. Ich habe noch nie von irgendwelchen Kindern des Imperators gehört. Wer seid ihr? Die Auserwählten. Kinder, die ausgesucht wurden, um dem Ruhm unseres Vaters zu dienen. Eine Bestimmung, auf die wir stolz sein müssen. Verleugnet eure wahre Herkunft nicht. Ich bin kein Sith! Lasst nicht zu, dass er euch gegen mich aufbringt! Wir haben keinen Streit miteinander, Jedi. Kehrt zu eurem Schiff zurück und lasst Kira nach Hause kommen. Der Imperator will es so. Es spielt keine Rolle, woher sie kommt. Sie ist mein Padawan. Sagt unserem Vater, dass er nicht auf einen Anruf von mir warten soll. Ihr könnt vor eurer Bestimmung nicht davonlaufen, Kira. Dank eures kleinen Streits mit Darth Angral weiß der Imperator, dass ihr am Leben seid. Und wo er euch finden kann. Wohin ihr auch geht. Vater sieht euch. Er sieht euch in diesem Moment. Und er will euch zurück. Ich würde lieber sterben, als ihn nochmal zu sehen. Wie ihr wünscht, Schwester. Danke, dass ihr mir beigestanden habt. Ich weiß, das war ein großer Schock, aber ich kann es erklären. Meine Eltern waren Sith. Aber der Imperator ist nicht mein Vater. Kind des Imperators ist nur ein Titel. Ich wurde meinen Eltern weggenommen, als ich noch ein Baby war. Zusammen mit anderen wie Wallis wurde ich in der Sith-Akademie herangezogen. Es war furchtbar. Ich will mir gar nicht vorstellen, welche Schmerzen ihr ertragen musstet. Der Schmerz wurde zur Normalität. Es gab schlimmere Dinge. Hin und wieder wurden die anderen Kinder fortgebracht, um unseren Vater zu sehen. Danach waren sie alle anders. Und keiner konnte sich daran erinnern, den Imperator getroffen zu haben. Eines Tages bemerkte ich, dass ich nichts mehr von der vergangenen Woche wusste. Sie haben mit mir dasselbe getan. Was auch immer die Sith getan haben, es liegt in euren Erinnerungen vergraben. Wir müssen es aufdecken. Ich habe es versucht. Jedes Mal, wenn ich mich einer Erinnerung nähere, ändert sie sich und entgleitet mir. Ich war noch ein Kind. Klein genug, um mich auf einem Versorgungsschiff davonzustehlen und den imperialen Raum zu verlassen. Ich habe einige gefährliche Orte kennengelernt, bevor ich Meisterin Kiwix getroffen habe.
Sie hat mich zu den Jedi gebracht, mein Leben verändert. Habt ihr Meisterin Kiwix von eurer Vergangenheit erzählt? Nein. Was hätte ich ihr denn sagen sollen? Übrigens, ich wurde als Sith geboren. Ist das ein Problem? Ich habe immer gewusst, dass ich eines Tages mit der Wahrheit rausrücken muss. Ich hatte nur gehofft, mich erst als Jedi beweisen zu können. Jetzt weiß der Imperator, wo ich bin. Und die Sith werden niemals aufhören, mich zu jagen. Meisterin Satil und die anderen müssen davon erfahren. Ich bin bereit, die Wahrheit zu sagen. Meisterin Kiwix, dem Jedi-Rat, allen. Keine Geheimnisse mehr. Wir sollten vielleicht den General wissen lassen, dass er seinen Admiral nicht bekommt. Der Admiral ist niemals hier gewesen, General. Es war eine Falle. Verdammt! Es tut mir leid, dass ihr aufgrund einer Lüge dieser Gefahr ausgesetzt wart. Es soll nicht wieder vorkommen. Leider gibt es weitere schlechte Nachrichten. Eure Jedi-Meister haben beide ihre letzten zwei Com-Checks verpasst. Das sieht Meisterin Kiwix gar nicht ähnlich. Zu welchem Planeten habt ihr sie denn entsandt? Nach Tatooine. Meister Orgis ist auf Alderaan. Ihr müsst herausfinden, was mit ihnen und unseren Waffenlaboren geschehen ist. Geht in Ordnung, General. Aber zuerst muss ich mich in einer wichtigen Angelegenheit mit dem Hohen Rat der Jedi beraten. Wichtiger als die Galaxis vor Darth Angral zu retten? Ich möchte mal wissen, was das sein kann. Tut mir leid, General. Das ist eine Jedi-Angelegenheit. Na schön, wenn ihr darauf besteht. Aber vergesst nicht, dass Angral immer noch da draußen ist. Möge die Macht mit uns allen sein. Vasatra, Ende. Bringen wir es hinter uns. Meisterin Kiwix und Meister Orgis brauchen unsere Hilfe. Ich gehe in mein Quartier und meditiere. Sagt mir Bescheid, wenn wir Tython erreichen. Meisterin Satil, meine Mission ist komplizierter geworden. Meister Orgis und Meisterin Kiwix sind verschwunden. Ich werde auf Tatooine und Alderaan nach ihnen suchen, aber zuerst muss mein Padawan euch etwas sagen. Kira? Ich wurde auf Drom und Kaas geboren. Meine Eltern waren Sith. Beim zweiten Mal fällt es viel leichter. Das war aber noch nicht alles. Das will ich auch hoffen. Gebt mir etwas Zeit, den Rat zu versammeln. Die meisten von uns sind nicht auf Tython. Und dann hat mein Meister mich davon überzeugt, herzukommen und es euch zu erzählen. Das war so ziemlich alles. Wir haben Gerüchte über diese Kinder des Imperators gehört. Aber jetzt haben wir endlich den Beweis für ihre Existenz. Es ist beunruhigend, dass wir nie die Wahrheit gespürt haben, seitdem Meisterin Kiwix Kira zu uns gebracht hat. Das macht sie umso gefährlicher. Sie muss eingesperrt werden. Kiras derzeitiger Meister sollte ein Wörtchen mitzureden haben. Was schlagt ihr vor? Ich habe sie zu euch gebracht, weil ich nicht wusste, was zu tun ist. Der Weg ist klar. Das Mädchen ist gefährlich. Sie hat uns angelogen. Ihr erlauben, ein Padawan zu bleiben? Ein Jedi-Ritter zu werden? Unvorstellbar! Wirklich? Haben wir von den Kindern des Imperators nicht erst durch einen Sith erfahren, der sich zur hellen Seite bekehrt hat? Meister Braga spricht die Wahrheit. Jeder kann gerettet werden. Angesichts eurer Abstammung war es nur natürlich, dass ihr Angst vor unserer Reaktion hattet. Jetzt zählt nur, dass ihr eure Vergangenheit hinter euch lasst und euch ganz der Sache der Jedi hingebt. Könnt ihr das? Das versuche ich schon, seit Meisterin Kiwix mich gefunden hat. Kira ist ein guter Padawan. Ich vertraue ihr mein Leben an. Da habt ihr es. Ich brauche keinen weiteren Beweis für Kiras Loyalität. Richtig. Und ich denke, am besten ist es, wenn Kira da bleibt, wo sie jetzt ist. Das ist ein Fehler. Wenn Meisterin Kiwix hier wäre, würde sie dasselbe sagen. Bis sie zurückkehrt, steht das Urteil dieses Rats fest. Kira ist am sichersten in eurer Obhut. Schön, dass sie ihr noch eine Chance gibt. Ich verspreche, dass ich euch stolz machen werde. Selbst euch, Meister Kaedan. Es war die richtige Entscheidung, uns zu informieren, aber jetzt solltet ihr zu eurer Mission zurückkehren. Möge die Macht auf Tatooine und Alderaan mit euch sein. Glaubt nicht, dass ich nicht weiß, welches Risiko ihr eingegangen seid, als ihr zu mir gehalten habt. Meisterin Kiwix stand mir nie so nah wie ihr. Euer Beistand war etwas Besonderes.
Jederzeit wieder. Ich bin nur froh, dass wir ein Team bleiben. Danke, das werde ich nicht vergessen. Ich bin bereit, wenn ihr es seid, Meister. General, ich bin auf Tatooine. Hat Meisterin Kiwix sich gemeldet? Das Letzte, was wir gehört haben, ist, dass Kiwix unsere Waffenforschungsanlage gesichert hat. Seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Eine feindliche Operation ist das wahrscheinlichste Szenario. Aber auf Tatooine ist alles möglich. Wenn es so gefährlich ist, warum wurde Tatooine dann für die Waffenforschung gewählt? Auf Tatooine gibt es Millionen Quadratkilometer unbewohntes Land. Perfekt für unsere Zwecke. Dr. Godera wird euch über das Waffenprojekt informieren. Doktor? Die Forschungsanlage auf Tatooine hat ein Gerät mit dem Codenamen Schocktrommel entwickelt. Die Waffe entlädt extrem starke Ultraschallvibrationen in den Boden. So können feindliche Befestigungen auf mikroskopischer Ebene beschädigt werden. Sie werden praktisch aufgeweicht. Die Vibrationen können jeden verletzen, der ihnen zu nahe kommt. Aber das ist noch nicht alles. Die Schocktrommel erschüttert auch den Kern des Planeten. Bei kritischer Masse explodiert er. Wolltet ihr Tatooine etwa zerstören? Natürlich nicht. Als wir das Potenzial der Waffe entdeckten, haben wir sofort die Tests eingestellt. Es gibt jedoch einen voll funktionsfähigen Prototyp der Schocktrommel in unserer Anlage. Wenn Darth Angral ihn entwendet hat, könnte das katastrophale Folgen haben. Da wir keine Informationen von der Anlage oder von Meisterin Kiwix erhalten, müssen wir das Schlimmste befürchten. Ich spüre Meisterin Kiwix durch die Macht, aber nur schwach. Ich glaube, sie stirbt. Fühlt ihr ihre Umgebung? Wo ist sie? Ich bin nicht sicher. Es ist dunkel. Sie gibt alles, was sie hat, um am Leben zu bleiben. Ich habe dort keine republikanischen Kontakte, die euch helfen könnten. Ihr seid auf euch allein gestellt. Unsere Anlage liegt in einem abgelegenen Teil der Wüste. Ich übermittle euch die Koordinaten. Viel Glück. Wasatra Ende. Jedi! Siehst du Brick? Ich hab dir ja gesagt, dass Hilfe unterwegs ist. Wir hatten die Hoffnung schon fast aufgegeben. Danke, dass ihr unsere kleine Familie gerettet habt. Das ist eine streng geheime Anlage. Sind diese Dinger autorisiert, hier zu sein? Von General Vasatra persönlich. Seid ihr gekommen, um die Schocktrommel zu beschützen? So wie Meisterin Kiwix? Was ist mit ihr passiert? Sie hat uns gegen imperiale Soldaten verteidigt, die von einem Sith angeführt wurden. Sie hat tapfer gekämpft, aber der Sith war stärker. Kiwix war eine Jedi-Meisterin. Es war garantiert kein normaler Sith-Lord. Ich weiß ja nicht, was normal bedeutet, aber ich habe so jemanden wie ihn noch nie gesehen. Ich dachte, er würde uns alle töten, aber er hat Meisterin Kiwix gefangen genommen und uns ignoriert. Der Sith hat deine Droiden zerstört, aber er hat uns nichts getan. Er sagte, wir wären keine Bedrohung und dass wir es nicht verdienen zu sterben. Ich habe noch nie einen Sith gesehen, der Gnade walten lässt. Es war fast so, als hätte die Vorstellung, uns zu töten, ihn irgendwie beleidigt. Er war nicht freundlich, aber als grausam würde ich ihn auch nicht beschreiben. Der Sith und seine Soldaten haben Meisterin Kiwix und den Prototyp der Schocktrommel in die Wüste gebracht. Brick und ich wollten die Energieversorgung der Anlage wiederherstellen und sie suchen, aber dann griffen die Sandleute an. Die Sandleute werden kein Problem mehr sein, aber wir müssen diese Waffe finden. Könnt ihr helfen? Die Anlage kann den Peilsender der Schocktrommel erfassen, aber erst, wenn die Energieversorgung wieder steht. Der Sith hat bei seinem Angriff alle Generatoren kaputt gemacht. Wenn ihr sie wieder aktivieren könnt, finden wir ihn, Meisterin Kiwix und die Schocktrommel. Bumpa, komm, Tinker.
Energieversorgung der Anlage steht wieder. Ich fürchte, das sind die einzigen guten Neuigkeiten, die ich habe. Ich habe gerade den Peilsender der Schocktrommel erfasst. Die Waffe wurde aktiviert. Wenn wir sie nicht abschalten, wird sie bald kritische Masse erreichen. Und dann explodiert der Kern von Tatooine. Der Sith könnte die Schocktrommel doch auch an einem Ort mit mehr Bevölkerung einsetzen, zum Beispiel auf Coruscant. Tatooine ist vielleicht keine Kernwelt, aber trotzdem stehen viele unschuldige Leben auf dem Spiel. Es ist unmöglich, von hier aus die genaue Position der Schocktrommel zu bestimmen. Die seismischen Vibrationen stören unsere Sensoren. Das Gebiet, das in Frage kommt, ist mehrere tausend Quadratkilometer groß. Wir müssen es irgendwie eingrenzen. Das ist brillant, Brick. Die Ultraschallscanner, natürlich! Egal, wovon ihr da gerade sprecht, wir müssen die Schocktrommel schnellstens finden. Ultraschallscanner, die in einem weitläufigen Muster aufgestellt werden, können die seismischen Erschütterungen der Schocktrommel vermessen. So erfahren wir den Ort. Es ist aber extrem gefährlich, die Scanner zu installieren. Die Wüste ist tödlich. Am besten wäre es, wir hätten eine ganze Armee. Deine Droiden sind nicht rechtzeitig fertig, Brick. Dieser Jedi ist unsere einzige Hoffnung. Ich fühle, wie Meisterin Kiwix mich erreichen will. Irgendetwas Schreckliches passiert mit ihr. Wir retten sie. Ich verspreche es. Nehmt die Ultraschallscanner und platziert sie bei diesen Koordinaten. Wir kontaktieren euch per Holo, sobald wir die Position der Schocktrommel herausgefunden haben. Viel Glück. Ich habe die Scanner platziert. Konntet ihr die Schocktrommel erfassen? Ich analysiere gerade die Scannerwerte. Kein Wunder, dass die Scanner sie nicht finden konnten. Sie ist unter einem verlassenen Minenkomplex. Ich schicke die Koordinaten und den Deaktivierungscode der Schocktrommel. Jetzt liegt alles an euch. Aber wir sind hier, falls ihr uns braucht. Wir schaffen das schon. Bleibt einfach, wo ihr seid. Ich hoffe, wir sehen euch wieder. Perrin, Ende. Ich grüße euch, Jedi. Ich bin Lord Praven. Mein Meister will Rache für den Tod seines Sohnes. Ich muss ihm diesen Wunsch erfüllen. Schön der Reihe nach, Sith. Erst muss ich einen Planeten retten. Wenn ihr die Vernichtung dieser Welt aufhalten wollt, müsst ihr mich im Kampf besiegen. Als mein Meister erfuhr, dass ihr hier seid, befahl er mir, die Schocktrommel zu aktivieren. Er wird diesen ganzen Planeten auslöschen, nur um eurer Existenz ein Ende zu bereiten. Ich weiß, dass ihr die Waffe gefunden habt, aber das wird euch nicht reichen. Ich habe den Deaktivierungscode geändert. Hätte ich das nicht auch auf die harte Tour erfahren können? Was habt ihr vor, Lord Praven? Mein Meister verdient Gerechtigkeit. Aber es gibt edlere Wege, um sie zu erlangen. Ich werde euch selbst besiegen. Kommt, stellt euch mir im Kampf. Wenn ich gewinne, habe ich meine Pflicht erfüllt. Gewinnt ihr, erhaltet ihr den neuen Code. Ganz gleich, wie es ausgeht, wir werden ehrenhaft kämpfen. Ich erwarte euch bei diesen Koordinaten. Eure Stärke. Jetzt verstehe ich, warum Tarnis euch nicht gewachsen war. Sein Tod war mein Fehler. Ich hätte ihn mehr trainieren müssen.
anderen Sith, gegen die ich gekämpft habe, waren voller Hass und Arroganz. In euch spüre ich Bedauern. Ich entstamme einer reinen Sith-Familie. Meine einzigen Gefühle sind Anstand und Ehre. Ich begrüße das Ende der Jedi. Die Besessenheit von der Auslöschung meines Volkes muss enden. Eure Gier nach Rache wird diese Galaxis zerstören. Was man euch auch über uns erzählt hat, es ist gelogen. Wir würden den Kampf nur zu gerne einstellen, wenn das wahren Frieden bedeuten würde. Das würde ich euch gerne glauben. Aber ich weiß es besser. Kommt, beenden wir es. Sterbt friedlich, Jedi. Welche Fähigkeiten, welche Stärke, beeindruckend. Ihr könnt mich töten. Warum zögert ihr? Ihr hättet den Wissenschaftler und die Jawas in der Schocktrommelanlage töten können, aber ihr habt es nicht getan. Das waren keine Krieger. Ihr Tod wäre sinnlos gewesen. Darth Angral hat mir befohlen, den Code der Schocktrommel zu vernichten. Er wollte, dass ihr kläglich sterbt. Ganz egal, wie dieser Kampf hier ausgeht. Ich werde meine Ehre nicht durch billige Tricks beflecken. Ihr habt etwas Besseres verdient. Der Code gehört euch. Ihr habt das Richtige getan. Darth Angral hat befohlen, dass Meisterin Kiwix vor ihrem Tod leiden muss. Ich wünschte, ich hätte diesen Befehl auch missachtet. Sie hat ihm nie etwas getan. Sie hat Tarnis auf Coruscant entdeckt. Mein Meister kennt nur die Rache. Ich habe sie bewegungsunfähig bei eurer Waffe zurückgelassen. Wenn es noch nicht geschehen ist, werden die Ultraschallvibrationen sie in Stücke reißen. Ihr seid Abschaum. Ihr solltet so sterben. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ihr habt das Duell gewonnen. Tötet mich. Ihr mögt dem Imperium dienen, aber ich töte euch nicht. Das habt ihr nicht verdient. Dann verlangt es die Ehre, dass ich mich meinem Meister ergebe. Er wird das tun, was ihr nicht könnt. Die Jedi werden gelehrt, alle Möglichkeiten zu sehen. Ich sehe eine, in der ihr in Ehre weiterlebt. Begebt euch auf den Weg des Lichts. Werdet ein Jedi. Ich? Ein Jedi? Unmöglich. Euer Orden würde mich niemals akzeptieren. Jedi glauben an Vergebung, nicht an Hass. Einen Erzfeind ohne Angst in die eigenen Reihen aufnehmen. Das ist Stärke. Ich nehme euer Angebot an. Ich bin zu stark verwundet, um euch zu helfen. Doch ich werde mich den Euren ergeben. Und jetzt beeilt euch. Rettet diesen Planeten. Der Sith hat den Deaktivierungscode der Schocktrommel geändert, aber ich habe einen neuen. Ich bin auf dem Weg. Ihr seid noch nicht da? Brick und seine Familie sind in großer Gefahr. Sie sind ihren Droiden zum Minenkomplex gefolgt. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber sie wollten euch unbedingt helfen. Brick hat gerade einen Notruf geschickt. Er sagt, dass ein Sanddämon bei der Mine ist. Das Ding greift sie an. Ist das eine Kreatur? Diese Bestie von Haupttier ist das einzige Wesen hier, das Krayt-Drachen jagt. Und wir sind riesig. Brick hat keine Chance. Bitte, ihr dürft nicht zulassen, dass Brick und seiner Familie etwas passiert. Rettet sie und stoppt die Schocktrommel. Beeilt euch! Ich kann Meisterin Kiwix überhaupt nicht mehr spüren. Ich kümmere mich um die Bestie, mein Freund. Versuch du, deine Familie zu schützen.
Moguduni Ombi Beduana, Nipobo Chobauma. Umania! Ich bin schon so lange hier unten. Ruhig, Meisterin. Lasst uns euch helfen. Kira und der Padawan von Orges. Ihr seid beide anders. Was ist passiert? Im Moment zählt nur, dass ihr in Sicherheit seid. Ich konnte diese Waffe nur überleben, indem ich mich in eine tiefe Trance versetzt habe. Die Macht selbst ist zu meiner Rüstung geworden. Das Halten der Trance hat mich erschöpft. Meine Kraft ist so gut wie erloschen. Ihr habt ein wahres Wunder vollbracht. Wir übernehmen ab hier. Ihr wart schrecklichen Gefahren ausgesetzt. Das vergesse ich nicht. Hier seid ihr. Ich wollte gerade zur Hilfe kommen, als die Sensoren angezeigt haben, dass die Schocktrommel deaktiviert wurde. Ihr habt es geschafft. Brick hat nicht übertrieben mit dem Sanddämon. So etwas habe ich noch nie gesehen. Brick war schon fast die nächste Mahlzeit. Zum Glück war ich rechtzeitig da. Das ist schon das zweite Mal, dass ihr unsere kleine Familie gerettet habt. Danke. Und lass dir das eine Lektion sein, Brick. Das war das letzte Mal, dass du wegrennst und den Helden spielst. Meine Freunde, die Gefahr ist noch nicht vorüber. Selbst jetzt, wo sie abgeschaltet ist, bleibt die Waffe eine Bedrohung. Ihr kennt die Situation am besten. Was sollen wir tun? Diese Technologie darf nie wieder in die falschen Hände geraten. Wir sollten die Höhlen mit Sprengladungen zum Einsturz bringen. Was? Die ganze Arbeit? Die Leute, die für den Schutz der Waffe gestorben sind? Denkt daran, wie viele sonst gestorben wären. Die Galaxis ist besser dran ohne solche Waffen. Ich kümmere mich um die Schocktrommel. Ihr solltet zu eurem Schiff zurückkehren und General Vassatra darüber informieren, was passiert ist. Ihr habt gerade schreckliche Qualen durchlebt, Meisterin. Werdet ihr es schaffen? Macht euch keine Sorgen um mein Wohlbefinden. Ich bin immer noch ein Jedi. Bevor wir gehen, ihr müsst etwas wissen. Und ich will, dass ihr es von mir erfahrt. Ich habe nie von meiner Kindheit erzählt. Ich bin nicht, wer ihr glaubt. So viel von dir ist nun klar für mich, Kira. Doch in einem Punkt irrst du dich. Du bist genau diejenige, für die ich dich halte. Eine starke, fähige junge Frau. Eines Tages wirst du ein großer Jedi sein. Wenn ihr sehen könntet, was sie alles erreicht hat, werdet ihr stolz. Wir treffen uns auf Talzon wieder. Möge die Macht mit euch sein. General, Doktor, gute Nachrichten. Meisterin Kiwix und die Seismologin Harren sind in Sicherheit. Und was noch besser ist, die Schocktrommel wurde zerstört. Zerstört? Verdammt! Ich wollte den Prototyp doch untersuchen. So ein vielversprechendes Modell. Das Ding hat nichts versprochen, außer Planeten zu vernichten. Ich bin nur froh, dass es weg ist. Ich habe gerade eine überraschende Meldung von einem meiner Kreuzer erhalten. Ein reinblütiger Sith-Lord namens Parven hat sich freiwillig ergeben. Er hat euren Namen erwähnt. Gibt es da etwas, das ich wissen sollte? Er war ein Schüler von Darth Angral, aber jetzt läuft er zu uns über. Ich habe versprochen, dass wir ihm nichts tun werden. Ihr findet immer neue Wege, mich zu beeindrucken. Ich sage meinen Leuten, sie sollen den Sith dem Hohen Rat der Jedi übergeben. Da werden sie schon wissen, was zu tun ist. Jetzt wollen wir hoffen, dass eure Mission auf Alderaan genauso viel Erfolg hat. Thank you.
Habt ihr euch schon mal gefragt, was aus euch geworden wäre, wenn die Jedi euch nicht aufgenommen hätten? Es gibt Tage, da fühle ich mich überhaupt nicht wie ein Jedi. Das kenne ich, aber ich mache trotzdem weiter. Tag für Tag. Eigentlich hätte ich 1000-mal tot sein müssen oder Schlimmeres. Die ersten Monate, nachdem ich von Korriban entkommen bin, waren ganz schön aufregend. Als 10-jähriger Sith-Flüchtling zu überleben, ist nicht gerade einfach. Ohne Freunde, ohne Essen, ohne Zuhause. Korriban zu verlassen war sicher nicht einfach. Wie ist euch das überhaupt gelungen? Zum Glück war ich ja klein. Und ich kannte die Transportflugpläne der Imperialen auswendig. Eines Tages hat ein großer Frachter eine Ladung Sklaven abgeladen und ist wieder abgeflogen. Mit einem blinden Passagier an Bord. Auf Nar Shaddaa bin ich ausgestiegen. 8 Jahre lang habe ich auf der Straße gelebt. Und dann wurde ich erwischt, als ich den Hyperantrieb eines Raumschiffs klauen wollte. Ihr hättet Meisterin Kiwiks Gesicht sehen sollen. Ohne Raumschiff nützt ein Hyperantrieb aber herzlich wenig. Naja, fliegen ist nicht einfach. Aber Sachen auseinandernehmen und die Einzelteile verkaufen? Schon. Ich weiß noch, wie Meisterin Kiwiks feststellte, dass ich empfänglich für die Macht bin und mich bat, ihr Padawan zu werden. Das war merkwürdig. Das war das erste Mal, dass mich jemand vor eine Wahl gestellt hat. Daran muss ich mich immer noch gewöhnen. Falls das Imperium die Galaxis erobert, wird die Freiheit als erstes verschwinden. Und dann sind Phasenball, Mutterliebe und süße Flachkuchen dran. Ich verstehe. Jedenfalls weiß ich, wie mein Leben aussehe, wenn ich kein Jedi wäre. Und so soll es nie wieder werden. General, ich bin auf Alderaan. Habt ihr etwas von Meister Orgos gehört? Negativ. Bei dem Chaos hier ist es ein Wunder, dass überhaupt Nachrichten durchkommen. Alderaan ist ein Kriegsgebiet. Die Adligen kämpfen darum, wer das Sagen hat. Und ob dieser Planet sich mit der Republik oder mit dem Imperium verbünden soll. Ich dachte, Alderaan sei schon ein Planet der Republik. Als wir den Vertrag von Coruscant unterzeichneten, sind die erklärten Gegner der Republik auf Alderaan formell aus ihr ausgetreten. Leider haben ein paar Adlige diesen Umstand genutzt, um sich mit dem Imperium zu verbünden. Meine Männer haben die Todessiegelwaffe entwickelt, um diesen Konflikt mit äußerster Präzision beizulegen. Ein außergewöhnliches Gerät. Es markiert Ziele mit einem mikroskopisch kleinen Sender. Nicht zu erkennen. Es erfasst Ziele auf dem ganzen Planeten. Die Zielkoordinaten werden an einen konzentrierten Laserstrahl übermittelt, der Ziele aus riesiger Entfernung ausschalten kann. Seit wann gibt sich die Republik mit Attentaten ab? Wenn ich Millionen Leben durch den Tod eines Mannes retten kann, betätige ich nur zu gerne den Abzug. Das Todessiegel hat aber einen entscheidenden Nachteil. Die Reichweite der Zielvorrichtung ist extrem begrenzt, nur etwa 20 Meter. Sobald ein Ziel markiert ist, kann der Laser es jedoch aus jeder Entfernung treffen. Ich fürchte, unsere Bemühungen, die Waffe zu bewachen, sind gescheitert. Die letzte Übertragung von Meister Orgos stammt aus dem Palast Organa. Danach nichts. Könnte jemand im Palast Meister Orgos verraten haben? Das Haus Organa ist der mächtigste Verbündete der Republik. Etwas ist geschehen, aber nicht, weil sie es so wollten. Count Alde war der Letzte, der Meister Orgos gesehen hat. Er finanziert das Todessiegelprojekt zusammen mit uns. Ich habe versucht, den Count über eure Ankunft zu informieren, aber die Kommunikation ist ausgefallen. Berichten zufolge sind mehrere Holostationen zerstört worden. Das gehört zur Standardtaktik der Imperialen. Das Haus Organa kann nicht genug Truppen bereitstellen, um die Holostationen wieder zu aktivieren. Vielleicht könnt ihr helfen? Ich stelle die Kommunikation wieder her und suche dann Count Alde auf. Ich übermittle euch die Koordinaten der Holostationen. Wenn ihr sie wieder instand setzen könntet, würde das die Verteidigung von Haus Organa stärken. Ihr findet Count Alde in der Botschaft beim Palast Organa. Viel Glück! Versatra, Ende. Ist mit mir.
Count Alde? Ich arbeite mit Meister Augustin. Ich bin wegen des Todessiegelprojekts hier. Ja, vielen Dank für die Wiederherstellung unserer Kommunikation. Elena, erzählt dem Jedi, was ihr mir erzählt habt. Ich habe in der Todessiegelforschungsanlage gearbeitet. Wir haben Routinetests durchgeführt, als plötzlich imperiale Truppen durch unsere Sicherheitstüren gebrochen sind. Sie hatten einen abscheulichen kleinen Mann dabei, einen Sith, glaube ich. Die Leute erkennen einen Sith normalerweise auf den ersten Blick. Warum seid ihr so unsicher? Er war irgendwie anders, hat kaum gesprochen. Er hat die Imperialen kämpfen lassen, bis der Jedi kam. Bevor irgendjemand wusste, was überhaupt geschieht, hat ein einziger Jedi alle imperialen Truppen ausgeschaltet. Meister Orgus macht keine halben Sachen. Es tut mir leid, aber der Jedi hat nicht überlebt. Der Sith war zu stark. Erst ist er verschwunden und dann wieder aus den Schatten gesprungen. Er hat euren Freund überrascht und ihn von hinten erstochen. Es war schrecklich. Seid ihr sicher, dass Meister Orgus getötet wurde? Niemand hätte das überleben können. Als der Jedi fiel, rief der Sith Verstärkung herbei. Aber keine Imperialen, sondern Killix. Das sind intelligente, menschengroße Insekten, die im Untergrund leben. Fleischfresser, schreckliche Biester. Wie hat der Sith mit ihnen kommuniziert? Oh, sie sind ziemlich hochentwickelt. Das macht sie so gefährlich. Die Viecher sind nur so in die Anlage gestürmt und haben alle in Fetzen gerissen. Ich bin weggerannt. Ihr hättet nichts tun können. Dankt den Sternen, dass ihr überlebt habt und uns diese Nachricht überbringen konntet. Der Sith kontrolliert jetzt das Todessiegel. Wen könnte er als Ziel ausgewählt haben? Ich kann die Spur des Sith in den Forschungslaboren aufnehmen. Das ist verdammt gefährlich. Killix in solch großer Anzahl? Unmöglich, sie aufzuhalten. Win Organa organisiert Friedensgespräche mit den anderen Häusern. Vielleicht will der Sith... Das war der Todessiegel-Laser. Er hat Count Alde getötet. Es ging so schnell. Ich habe die Gefahr nicht kommen sehen. Wir müssen hier raus. Es ist nicht sicher. Wir werden alle sterben. Der Count! Hier, ihr, Hände hoch! Nehmt ihnen die Waffen ab, Leute! Das Gebäude muss abgeriegelt werden! Der Count wurde durch einen Laser aus der Entfernung getötet, nicht durch ein Lichtschwert. Das könnt ihr alles erklären, wenn ihr euch ergeben habt. Rücken an die Wand und Hände hoch. Das ist die letzte Warnung. Seid ihr verrückt? Er ist ein Jedi-Ritter. Wir haben nichts damit zu tun. Wir werden eure Identitäten und Alibis später überprüfen. Wenn es stimmt, was ihr sagt, werdet ihr freigelassen. Die Langstreckenkommunikation wurde wiederhergestellt. Es sollte nur ein paar Tage dauern, die Sache zu klären. Ein Sith versucht, Alderaan zu vernichten. Ich muss ihn aufhalten. Bitte, lasst den Jedi gehen. Ihr könnt mich festnehmen. Reicht euch das? Wenn ihr ein Jedi seid, können wir euch wohl sowieso nicht aufhalten. Ich lasse euch gegen euer Ehrenwort gehen. Diese Frau wird in sicherer Verwahrung bleiben, bis ihr wiederkommt. Ich brauche ihr Wissen, um meine Mission zu beenden. Sie kommt mit mir. Ich bin hier sicherer. Ihr könnt mich über Holo erreichen, wenn ihr mich braucht. Wir waren mehr als fair. Versucht nicht, uns zu drängen. Ihr müsst das Todessiegel finden, bevor dieser Sith wieder jemanden tötet. Hier sind die Koordinaten der Forschungsanlage. Zumindest das, was übrig ist. Ich hoffe, ihr findet etwas Nützliches. Seid vorsichtig, Jedi. Hast du so lange gebraucht? Es hieß, ihr seid tot. Ich danke der Macht, dass ihr noch am Leben seid. Der Macht und meinem Lichtschwert. Diesmal habe ich beides gebraucht. Ihr habt schon besser ausgesehen, Meister. Ist alles in Ordnung? Ich habe auch schon schlechter ausgesehen, Kira. Mir geht es gut. Der verdammte Sith hat mich fast umgebracht. Aber anders hätte ich Dr. Pavux nicht retten können. Der Feind hat uns hier zurückgelassen als Futter für die Killix. Es muss ziemlich hart gewesen sein, diesen Killik-Anführer zu erledigen. Das Ding war riesig. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht, Meister. Der große Killik, der die anderen angeführt hat.
Hast du ihn nicht gesehen? Wenn das Ding uns frisst, bist du gefeuert. Doktor? Macht euch um mich keine Sorgen. Das Todessiegel ist in der Hand des Feindes. Ihr müsst Count Alde warnen. Der Count wurde gerade durch das Todessiegel getötet. Die Zielvorrichtung wurde in den Palast Organa gebracht. Hast du eine Frau getroffen, die sich Elena Haag nennt? Als der Count starb, versuchten seine Wachen, mich zu verhaften. Sie hat sich für mich ergeben, damit ich hierher kommen konnte. Das war ein Trick. Sie wollte nie eine Gefangene werden. Elena ist eine Spionin. Sie hat den Sith geholfen, das Todessiegel zu stehlen. Und jetzt markiert sie potenzielle Opfer damit. Mittlerweile kann sie schon Dutzende markiert haben. Der Laser kann sie jederzeit töten, egal wo sie sind. Nicht, wenn wir die Energie abschneiden. Der Laser ist immer noch mit dem örtlichen Energienetz verbunden, oder? Er wird von mehreren Energiestationen versorgt. Wenn sie deaktiviert würden, wäre der Laser zumindest zeitweise außer Gefecht gesetzt. Ihr bringt den Doktor in Sicherheit. Ich deaktiviere die Energiestationen. Ich habe die Koordinaten aller Stationen. Deaktiviert sie in der beschriebenen Reihenfolge. Keine darf mehr funktionieren. Wir begeben uns zum nächsten republikfreundlichen Lager. Wir treffen uns dort. Möge die Macht mit dir sein. Da, der Jedi, der Tarnis auf Coruscant getötet hat. Ich würde euch davon abraten, die Energiestationen meines Lasers abzuschalten. Ich brauche sie nämlich. Da draußen sind so viele Ziele, die darauf warten, vaporisiert zu werden. Wer ist als nächstes dran? Das Farmermädchen? Oder der alte Colonel? Richtet den Laser auf euch selbst und erlöst uns von eurem Elend. Also wirklich, wie unhöflich. Oh nein, ich fürchte, das Farmermädchen hat es nicht geschafft. Ich frage mich, wie lange der alte Colonel noch lebt. Ich kann jeden töten, den ich möchte, und ihr könnt es nicht verhindern. Habt noch einen schönen Tag? Ihr wollt mir unbedingt den Spaß verderben, was? Jetzt habe ich neue Energiestationen eingerichtet, an die ihr nicht herankommt. Ihr habt euch höchstens ein paar Stunden Zeit verschafft. Seid ihr jetzt stolz auf euch? Was ihr da tut, ist pervers. Selbst für einen Sith. Ich genieße nur die Freuden eines einfachen Lebens. Urteilt nicht über mich. Ich habe die Energiestationen des Lasers deaktiviert, aber Darth Angrals Schüler hat mich kontaktiert. Dutzende Unschuldige sind bereits Ziele des Todessiegels. Wir müssen das beenden, bevor er den Laser wieder aktivieren kann. Das ist Win Organa, Verhandlungsführer bei den Friedensgesprächen, die diesen Krieg beenden sollen. Elena Haag konnte sich im Palast Organa frei bewegen. Jeder dort könnte ein Ziel sein, ich eingeschlossen.
Ich sah, wie sie sich den Wachen ergab, als Count Alde getötet wurde. Sie ist nie in ihrer Zelle gelandet. Die Wachen, die sie eskortierten, wurden tot aufgefunden. Meine Spione berichten aber, dass eine Frau, die auf ihre Beschreibung passt, das Gebiet von Haus Thule betreten hat. Haus Thule? Sie unterstützen das Imperium? Ja, aber Duke Thule setzt sich öffentlich für die Friedensverhandlungen ein. Ich habe den Eindruck, er meint es ernst. Was, wenn die Sith ihn zum Schweigen bringen möchten? Können wir Duke Thule eine Nachricht senden? Er muss wissen, dass er in Gefahr ist. Wir müssten die formellen diplomatischen Kanäle benutzen. Es gibt keine Garantie, dass er unsere Warnung erhält, wenn er uns überhaupt glaubt. Wenn Duke Thule von einer Geheimwaffe der Republik getötet wird, werden die Friedensverhandlungen endgültig scheitern. Mir gefällt das ganz und gar nicht, aber ich glaube, wir müssen da reinstürmen und Alayna aufhalten. Ich bin bereit, wenn ihr es seid, Meister. Du holst im Alleingang das Todessiegel aus dem Haus Thule. Ich habe eine eigene Mission. Es gibt nur wenige Orte, von denen aus Angra als Schüler operieren kann. Wir müssen die Liste der Kandidaten verkleinern. Wollt ihr einfach den ganzen Planeten absuchen? So gut mir das Wetter hier auch gefällt, aber nein. Ich gehe dorthin, wohin mich die Macht leitet. Unsere Wege trennen sich hier. Ich kontaktiere dich, wenn ich unseren Feind gefunden habe. Ich hoffe, schon bald von euch zu hören, wenn die Bedrohung vorüber ist. Geh zum Haus Thule. Möge die Macht mit dir sein. Seid vernünftig, Duke. Euer Streben nach Frieden ist töricht und unangebracht. Lord Neferit will nur das Beste für das Haus Thule. Den bedingungslosen Sieg. Und ich soll dafür Organa verraten. Wer zum Himmel seid ihr? Diese Frau ist nicht eure Verbündete. Sie markiert euch für euren Tod. Markiert mich? Ich verstehe nicht. Das ist ein Trick. Das Haus Organa hat ihn geschickt, um euch zu töten. Ich warne euch. Ich bin bereit, euch zu töten. Lord Neferit hat mich für den Kampf gegen einen Jedi trainiert. Und was ist mit zwei Jedi? Wachen, verteidigt den Duke! Wenn ihr mich schon töten müsst, so sagt mir wenigstens warum! Der Jedi ist nicht euretwegen hier, Narr. Aber das spielt auch keine Rolle. Niemand wird der Reinigung Lord Neferits entgehen. Ihr seid beide tot. Genau wie alle anderen, die um Frieden betteln. Da ihr die letzte Person seid, die markiert wurde, werdet ihr zuerst fallen. Warum war ich noch kein Ziel bei unserem letzten Treffen mit Count Alde? Ich dachte, die Killix würden euch fressen. Ein Fehler, den ich jetzt korrigiert habe. Versucht gar nicht erst, die Markierung von euch zu entfernen. Ich habe die Zielvorrichtung gerade außer Betrieb gesetzt. Dann haben wir genug von euch gehört. Dank diesem verfluchten Weib sind wir beide dem Tod geweiht. Außer wir arbeiten zusammen. Ich kooperiere gerne mit euch, Duke. Ich wusste gleich, dass es besser ist, diesen Sith im Auge zu behalten. Widerwärtige kleine Kerle wie er führen immer etwas im Schilde. Er benutzt einen Bergbunker als Basis. Ich gebe euch die Koordinaten. Tötet ihn, wenn ihr könnt. Wie stark ist diese Basis verteidigt? Der Bunker hält sogar Torpedobombern stand. Und innen wird es auch nicht einfacher. Ihr habt einiges vor euch. Ich versuche, den Raumhafen zu erreichen und dem Todessiegel zu entgehen. Für den Fall, dass ihr es nicht schafft. Aber zuerst muss diese Verräterin sterben. Wenn ihr auf Alderaan Frieden wollt, müsst ihr begreifen, dass der Tod keine Gerechtigkeit ist. Ich stecke sie in eine Arrestzelle, bis sie vor Gericht gestellt und hingerichtet wird. Geht, haltet Neferit auf, für unser beider Leben. Meister Orgus, das Todessiegel wurde zerstört, aber ich wurde vorher markiert. Darth Angerals Schüler hat mich als Ziel ausgewählt. Ich bin auf dem Weg zu seinem Versteck. Wo seid ihr? Zu weit weg, um dir zu helfen. Ich habe dir im Lager nicht die Wahrheit gesagt.
Ich habe nicht den Schüler gesucht, sondern Darth Angral selbst. Und ich habe gerade seinen Kreuzer gefunden. Wir müssen die Flotte alarmieren. Sie werden ihn zerstören. So einfach ist das nicht. Der Kreuzer ist am Rand des Systems, außerhalb der Reichweite planetarer Sensoren. Er wird jeden Moment in den Hyperraum springen. Wir haben wahrscheinlich nur eine Möglichkeit, ihn aufzuhalten. Ich gehe an Bord des Kreuzers. Ich wollte nur, dass es jemand weiß. Falls... Ihr seid ein großer Jedi, Meister. Wenn jemand Angral aufhalten kann, dann ihr. Du bist der beste Schüler, den ich je ausgebildet habe. Ich wünschte, ich hätte dich schon früher getroffen. Halte Angrals Schüler auf. Rette Alderaan. Möge die Macht mit dir sein. Orges Ende. Ihr seid wirklich äußerst stur. Ihr seid wohl erst zufrieden, wenn ihr mich wirklich in Schwierigkeiten gebracht habt. Was? Ihr seid erledigt, Sith. Duke Tool und ich konnten eure Spionin schnappen. Das Todessiegel wurde zerstört. Wie enttäuschend. Aber so müssen wohl alle guten Zeiten ein Ende haben. Mein Meister überträgt gerade eine höchst amüsante Holonachricht. Ihr solltet sie wirklich mit mir zusammen ansehen. Es war sehr töricht von euch, meinen Kreuzer alleine anzugreifen, Orges Inn. Es ist noch nicht zu spät, Angral. Tut einmal das Richtige. Ergebt euch. Zu schade, dass ihr euren Schüler nicht mitgebracht habt. Dann könnte ich euch beide töten. Sagt mir eines, Jedi. Habt ihr Angst zu sterben? Es gibt keinen Tod. Nur die Macht. Wenn es keinen Tod gibt, wo ist dann mein Sohn? Nein! Und jetzt werde ich euch vernichten. Schließlich kann man nicht gegen etwas kämpfen, das man nicht sieht. Ich muss euch nicht sehen. Ich kann euch riechen. So langsam gefällt ihr mir. Was für eine Schande, dass ihr sterben müsst. Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Der Todessiegellaser ist wieder aktiviert und er ist auf euch gerichtet. Unten bleiben. Das Todessiegel wurde zerstört. Euer Gefolge ist in Sicherheit. Ich werde sofort den Palast Organa informieren. Wir stehen auf ewig in eurer Schuld. Duke Tool hat uns als Zeichen seines guten Willens die Spionin Alaina geschickt. Sie wird sich für ihre Verbrechen verantworten müssen. Ihre Aussagen werden das wahre Gesicht des Imperiums offenbaren. Kein Haus wird sich danach mehr mit ihnen verbünden. Darth Angral hat meinen Meister gefangen genommen und getötet. Mein Beileid. Meister Orges schien mir ein großer Mann zu sein. Seid euch sicher, ich werde dafür sorgen, dass das Opfer eures Meisters nicht umsonst war. Wir sollten zurück zum Schiff und General Vasatra von Meister Orges berichten. General, das Todessiegel wurde zerstört und ich weiß, was mit Meister Orges geschehen ist. Darth Angral hat Orges Hinrichtung im Holonetz ausgestrahlt. Er ließ die Leiche einfach im Weltraum schweben.
Eine republikanische Fähre hat seine sterblichen Überreste gerade vom Rand des Alderaan-Systems abgeholt. Es tut mir leid. Ihr wart sehr lange mit ihm befreundet. Aus der alten Zeit sind nicht mehr viele übrig. Orges war. Er war der Beste. Er hat sich nicht umsonst geopfert. Irgendwie ist es ihm gelungen, an Angrals Kreuzer unbemerkt einen Peilsender anzubringen. Jedes Mal, wenn Angrals Schiff den Hyperraum verlässt, wissen wir jetzt, wo er sich befindet. Orges hat ihn überlistet. Eine brillante Strategie. Aber musste denn so viel dafür geopfert werden? Er hat das Opfer erbracht, um es anderen zu ersparen. Moment, da kommt gerade ein Bericht durch. Angral ist in Bewegung. Wir haben gerade das Signal des Peilsenders aus dem Ufades-System empfangen. Diese Agrarwelt produziert fast die Hälfte der Nahrung für Coruscant. Ich habe die Flotte alarmiert, aber ihr seid näher dran. Mein Schiff ist nicht dafür ausgerüstet, mit einem Schlachtkreuzer zu kämpfen, aber ich denke mir schon was aus. Wenn die Nahrungsproduktion auf Ufades zusammenbricht, wäre das ein böser Schlag für die Republik. Ein einzelnes Kriegsschiff kann doch nicht alles vernichten. Sag das mal den Leuten auf Taris. Koordinaten von Ufades werden übermittelt. Viel Erfolg! Ihr seid anders als die meisten Jedi. Das meine ich als Kompliment. Ich will ja den Hohen Rat nicht beleidigen, aber wenn ich nur den ganzen Tag rumstehen und Moral versprühen müsste, könnte man mich gleich in eine 0G-Gummizelle stecken. Darum kommen wir beide auch gut miteinander aus. Wir haben keine Angst, uns kopfüber in Ärger zu stürzen. Ja, Probleme sind nur dann ein Problem, wenn man nicht damit fertig wird. Die Jedi sollten einfach aktiver werden. Es macht doch Spaß, die Macht zu nutzen. Körper und Geist sind voll aufgeladen. Alles fühlt sich intensiver an. Und wenn sich etwas sowieso schon intensiv anfühlt? So wie ein Kuss zum Beispiel? Manche Erfahrungen sind geradezu explosiv. Sofern man weiß, was man tut. Wir sollten wohl besser was tun. Galaxis in Gefahr und so weiter. Eine Spur von Darth Angral, aber Ufrades. Ich war einmal mit Meisterin Kiwix dort. Es war alles so grün. General, ich bin auf Ufrades angekommen. Keine Spur von Angral, aber der Planet... Seht besser selbst. Empfange eure Sensorendaten. Bitte warten. Ufrades Atmosphäre scheint zu brennen. Was konnte so etwas anrichten? Der Schaden passt zu den Entwürfen, die wir auf Ord Mantell sichergestellt haben. Die Verwüsterwaffe. Wie viele Millionen mussten sterben, nur weil ihr es zugelassen habt, dass die Sith eure Geheimwaffe stehlen? Ufrades hatte Millionen von Einwohnern. Ganze Kontinente voller Ackerland. Alles Leben wurde ausgelöscht. Das Ausmaß dieser Tat ist unvorstellbar. Ich empfange eine Notfallübertragung. Sehr schwach. Sie stammt von der anderen Seite des Planeten. Republikanisches Schiff, hört ihr mich? Hier ist das Lazarettschiff Daybreaker. Wir werden angegriffen. Imperiale Kommandos haben uns geentert. Wir brauchen Hilfe. Das ist eins von unseren Schiffen. Vielleicht weiß die Crew, was hier passiert ist. Heute sterben keine Republikaner mehr. Kira geht auf Abfangkurs. Schon erledigt. Haltet euch gut fest. Mit mir.
Das war der letzte Imperiale. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Das war keine Minute zu früh. Diese Kommandos haben nicht lange gefackelt. Ich kann immer noch nicht glauben, was mit Ophrades passiert ist. Als wir ankamen, hat ein imperiales Kriegsschiff den Planeten angegriffen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ophrades war in einem Energiefeld gefangen. Ein paar Raumschiffe wollten fliehen, aber ihre Triebwerke versagten, bevor sie die Atmosphäre verlassen konnten. Niemand ist entkommen. Jedes Schiff, das fliehen wollte, ist abgestürzt. Der Feind wollte sicher gehen, dass niemand überlebt. Wir wollten fliehen, aber imperiale Enterkapseln haben uns überholt. Ich sah, wie die Atmosphäre auf Ophrades Feuer fing. Ein schrecklicher Anblick. Die Flammen haben den ganzen Planeten verschlungen. Binnen Sekunden war alles nur noch Rauch und Asche. Könnte jemand dieser Zerstörung entgangen sein? Ich wüsste nicht wie. Captain, seht euch das an. Unsere Sensoren haben schwache Lebenszeichen auf der Planetenoberfläche entdeckt. Womöglich Überlebende. Jeder auf diesem Planeten ist dem Tod geweiht. Wenn wir dort landen, können wir sie mit Lebensmitteln, Wasser, Medizin und Unterkünften versorgen. Das ist unsere Pflicht. Das Energiefeld, das Ophrades umgibt, wird eure Triebwerke zerstören. Ihr werdet nicht mehr abheben können. Wir können die Überlebenden nicht im Stich lassen. Wir sind die letzte Hoffnung, die diese Leute noch haben. Jede Sekunde zählt. Bitte, auf euch wird er hören. Redet mit ihm. Es ist nicht so, dass ich nicht helfen will. Aber ich habe eine Familie, an die ich denken muss. Dieses Schiff verfügt über kampftaugliche Coltopacks, Kampfaufputschmittel, alles, was ihr wollt. Redet ihr diesen Unsinn aus und ihr dürft euch an unseren Vorräten bedienen. Ich habe die stärksten Lebenszeichen lokalisiert. Wir können sofort landen. Captain Dahl wollte mich bestechen. Er sollte seines Postens enthoben werden. Captain, wie konntet ihr nur? Ihr habt einen Eid geschworen. Lieber trete ich vor ein Militärgericht, als mich dem Risiko dort unten auszusetzen. Ich verlasse das Schiff in einer Rettungskapsel. Meine Crew kommt auch ohne ihn klar. Ihr habt das Richtige getan. Vielen Dank. Ich übertrage unsere Sensoren-Logbücher auf euer Schiff. Bitte gebt sie dem republikanischen Oberkommando. Ihr geht jetzt besser. Die Leute auf Ophrades brauchen uns. Ich habe die Daybreaker gerettet, General. Und ich habe die Sensoren-Logbücher von Angrals Angriff. Die Crew ist auf Ophrades gelandet, um eventuellen Überlebenden zu helfen. Dort sitzen sie jetzt fest. Wir holen sie irgendwie dort weg. Aber Angral hat jetzt erstmal Priorität. Sensoren-Logbücher werden übermittelt. Meine erste Analyse hat ergeben, dass der Verwüster eine ähnliche Schwachstelle besitzt wie der Planetenfänger. Durch ihren ungeheuren Energiebedarf muss die Waffe sehr lange aufgeladen werden, bevor man sie abfeuern kann. Das ist ein schwacher Trost. Angrals nächster Angriff wird sicherlich direkt herausfallen. Die gesamte Republik sollte in Alarmbereitschaft sein. Auf Coruscant muss ab sofort das Essen rationiert werden. Ich wende mich an den Galaktischen Senat. Jede Welt der Republik soll... Moment bitte. Da kommt wieder ein Notruf rein. Von Tython. Ich schalte uns dazu. Von Darth Angral angegriffen. Abfangjäger, starten jetzt. Angrals Schlachtkreuzer. Setzt Energiewaffe ein. Unsere Schiffe. Tythons Atmosphäre nicht verlassen. Sitzen in der Falle. Das erklärt, warum Angral Ophrades so schnell verlassen hat. Er hat sein nächstes Ziel schon vor Augen. Schickt alles, was ihr habt, nach Tython, General. Auf der Stelle. Die Flotte der Republik befindet sich im Hyperraum. Bis wir sie nach Tython umleiten können, ist längst alles zu spät. Der Einsatz des Verwüsters braucht Zeit. Die Jedi sitzen auf Tython in der Falle, ihr aber nicht. Ihr könntet Angrals Schlachtkreuzer entern und die Waffe unschädlich machen, bevor er sie abfeuern kann. Es gibt noch mehr Jedi, die gerade nicht auf Tython sind. Schickt sie los, um mir zu helfen. Ich trommle so viel Verstärkung zusammen, wie ich kann. Aber das geht nicht so schnell. Ich benutze die Sensoren-Logbücher, um die Schwachstelle des Verwüsters zu finden.
meldet euch hier, sobald ihr an Bord von Angrals Kriegsschiff seid. Möge die Macht mit euch sein. Diese komische Regel, dass Jedi keine Emotionen zulassen dürfen? Das verstehe ich nicht. Klar, Wut ist nicht so toll, aber was ist denn verkehrt mit dem Rest? Es sagt doch auch keiner den Truppen, sie dürften beim Landgang keinen drauf machen. Hätten wir überhaupt eine Regierung, wenn die Senatoren keine wilden Partys feiern könnten? Ja, wir werden fast wie Kinder behandelt. Fast? Das ist ja wohl ziemlich untertrieben. Wir sollen uns für andere ins Feuer werfen? Schön, dann lasst uns von der Leine. Warum können wir unser Leben nicht ein bisschen genießen, bevor wir sterben? Dann seid jetzt einfach mal still und fangt an zu leben. Oh, na sowas. Die Galaxis ist davon gar nicht untergegangen. Nächstes Mal geben wir uns mehr Mühe. Fortsetzung folgt, Großer. General, wir wurden zwar ein bisschen angesenkt, aber wir sind jetzt auf Angrals Schlachtkreuzer. Ja, ich wusste doch, ihr schafft das. Und jetzt macht diesen Sith unschädlich. So einfach ist das nicht. Die Sensoren-Logbücher von Angrals Schiff haben ergeben, dass er die Reaktoren des Kreuzers verstärkt hat. Den kleinen Trick habe ich ihm verraten, als sein Spion auf Taris mich verhörte. Die mit ihren verdammten Wahrheitssehern und Gedankensonden. Um den Verwüster lahmzulegen, müssen mindestens 3 abgeschirmte Reaktorrelais überladen werden. Das wird nicht einfach. General, Doktor, mein Team legt jetzt los. Wir werden Tython retten oder sterben. Sowas dürft ihr nicht mal denken. Wir werden sicher alle noch steinalt. Euer Signal wird schwächer. Möge die... Angral stört unsere Übertragung. Er ist hinter uns her. Danke für dein Vertrauen, T7. Nimm dich in Acht da draußen. Ihr werdet mir meinen Sieg nicht nehmen. Nicht jetzt. Zu viel habe ich dafür geopfert. Ich werde mich für den Tod meines Sohnes rächen. An euch und an allen Jedi. Ein Opfer? So bezeichnet ihr den Massenmord auf Uphrades? Das war lediglich ein Test und ein Köder, um euch herzulocken. Ich habe diese Konfrontation vorausgesehen. Ich freue mich darauf. Heute leite ich eine neue Ära für die Sith ein. Eine Ära, in der die Jedi endlich ausgelöscht sind. Beende es, Angral. Ich befehle es. Mit Vergnügen, mein Gebieter. Was war das? Ich
habe den Imperator gespürt. Ihr seid sein Kind. Seine Augen, seine Ohren, seine Waffe. Kommt, Kind, kämpft an meiner Seite. Dort gehört ihr hin. Eher springe ich nackt aus einer Luftschleuse. Kämpft gegen die Kontrolle des Imperators an. Erinnert euch daran, wer ihr seid. Ich spüre ihn in meinen Gedanken. Wir müssen das schnell beenden. Wenn ihr nicht dienen wollt, sterbt ihr für Tarnis. Die Macht ist mit mir. Alles tot. Und dieser Schlachtkreuzer macht es auch nicht mehr lange. Wie enttäuschend. Angral war mir nützlich. Dieses Kind muss seinen Platz kennen. Genau wie ihr. Lasst Kira in Ruhe. Wenn ihr kämpfen wollt, stellt euch mir persönlich. Das ist nicht nötig. Ich sehe eure Zukunft. Eine Zukunft, die ich nicht zulassen werde. Eine Zukunft, die hier endet. Schön unten bleiben. Dieses Kind ist noch nicht bereit. Schwach. Ich werde sie stark machen. Jetzt werdet ihr sterben. Selbst wenn mein Kind mit euch sterben muss. Nein, ich werde für euch nicht töten. Ihr seid stärker als die dunkle Seite. Drängt ihn zurück. Ich helfe euch dabei. Das habt ihr bereits. Die dunkle Seite hat keine Macht über mich. Ich bin ein Jedi. Er ist fort. Ich habe gewonnen. Ich bin endlich frei. Wie war es, unter der Kontrolle des Imperators gestanden zu haben? Wart ihr euch des Kampfes bewusst? Ja. Ich war die ganze Zeit über in meinem eigenen Kopf gefangen. Dieses Schiff bricht gleich auseinander. Wir müssen von hier verschwinden. Der Macht sei Dank, ihr seid am Leben. Als ich sah, wie Angrals Schlachtkreuzer explodierte, fürchtete ich das Schlimmste. Schön, euch zu sehen, Meisterin Satil. Sind alle in Sicherheit da unten? Jetzt schon, dank euch. Bitte kommt zur Oberfläche und sucht mit eurem Padawan die Ratsgemächer auf. Es gibt viel zu bereden. Willkommen daheim. Die Jedi stehen in eurer Schuld. Eine Schuld, die wir nie zurückzahlen können. Wenn Jedi Orden tragen würden, wäre eure Robe damit übersät. Ich wünschte nur, Meister Orgis könnte an diesem Sieg teilhaben. Ich werde sein Vermächtnis bis zum Ende meiner Tage in Ehren halten. Das werden wir alle. Er war ein großartiger Lehrer und ein guter Freund. Wir haben einen unserer größten Meister verloren. Aber an seine Stelle tritt ein Jedi, der seinesgleichen sucht. Und ihr, Padawan. Ich wusste, dass ihr uns nicht verraten würdet. Nicht einmal der Imperator konnte ihren Willen brechen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Der Imperator? Warum erwähnt ihr seine Beteiligung erst jetzt? Es ist eine lange Geschichte, aber das Ende davon ist, dass ich ein Jedi bin und immer sein werde. Ihr habt euch unser Vertrauen verdient, Kira. Dafür verdient ihr Anerkennung. Als Vorsitzende dieses Rats ist es mir ein Vergnügen, Kira Carson in den Rang eines Jedi-Ritters zu erheben. Wirklich? Das ist nur gerecht. Immerhin habt ihr geholfen, die Galaxis zu retten. So fühlt es sich also an, wenn man respektiert wird. Die Gefahr auf Tython ist gebannt. Aber wir erhalten aus der ganzen Galaxis neue Kriegsmeldungen. Ein weiterer Krieg gegen das Imperium scheint unausweichlich. Darth Angral war der Funken, der die Flamme entzündet hat.
Selbst sein Versagen lässt die Sith Grausamkeiten begehen. Er hat aber auch unsere größte Waffe gegen die Dunkelheit geschmiedet. Die Macht hat mir gezeigt, was vor uns liegt. Die Zukunft vieler liegt in euren Händen. Ihr werdet das Schicksal der Jedi entscheiden. Der Republik, der Galaxis. Meisterin, das ist eine riesige Verantwortung. Ich bin nur ein einzelner Jedi. Der Wille der Macht kann nicht geleugnet werden. Aber ich werde euch auch in größter Gefahr nicht von der Seite weichen. Möge die Macht mit euch sein. Mit uns allen.